Herzlich willkommen hier in der Quatschfabrik. Hier wird nicht nur gut gequatscht, sondern sofern angemessen auch gut Quatsch gemacht. Ja, liebe Leute, ich bin ein bisschen durch. Ich sag's, wie es ist. Ich hätte gerade fast den Slogan verkackt, aber es hat aber geklappt. Von daher, ja, erstmal schön, dass du da bist, Louis. Ja, hallo, auch von mir. Ich hoffe, dass du auch gesundheitlich wieder viel besser dran bist als jetzt noch vor ein paar Tagen. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Husten habe ich noch, aber im Großen und Ganzen ist alles wieder gut. Cool. Ja, diese Ausgabe wird ein bisschen anders verlaufen, so wie sonst. Wir haben eigentlich keine wirklichen Kategorien, die wir heute groß anpeilen können. Deswegen ist es eher, sag ich mal, so ein bisschen Smalltalk-mäßig. Vielleicht fällt uns doch noch irgendwie was ein, aber ich glaube, wir machen das vor allem erstmal so. Ich habe ein paar Themen, über die ich reden möchte. Aber es ist halt trotzdem heute kürzer, weil, sind wir ehrlich, ich wollte jetzt eigentlich am Wochenende chillen mit Content und ich habe trotzdem jetzt irgendwie dann, wenn der heute live geht, der Podcast, habe ich heute allein drei Podcasts irgendwie veröffentlicht. Von daher, ja, gut, zwei davon waren eh angedacht, aber trotzdem. Also eigentlich wollte ich chillen und der Sonntag war dann doch wieder relativ krass. Aber okay, das heißt, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall sollte es heute nicht allzu lang werden. Also ich würde nicht traurig darüber sein, wenn wir nicht länger als 1,5 Stunden machen. Ich denke mal, du auch nicht. Nee, das wäre schon lang genug. Gut. Okay, also dann wollen wir ein bisschen losrasen. Erstmal, du hast gesagt, es geht dir ganz gut. Wie war so die Woche Ja. für dich? Ja, an sich recht entspannt. Eigentlich nichts sonderlich. Es ist nichts Sonderliches passiert, außer dass wir ein bisschen Geburtstag von meiner Oma gefeiert haben, aber. Eigentlich ansonsten war die Woche eigentlich relativ ruhig. Ja, war nicht spektakulär, was jetzt eigentlich das so ist. Okay. Ja, bei mir, ich überlege gerade, die Woche war eigentlich ganz cool. Ich hatte am Dienstag hatte ich den ersten Job zumindest frei und weißt du, was ich gemacht habe? An meinem freien Tag. Mit Taschi geschaut. Nee. Ich habe auch nichts gezockt, zumindest erst abends. Ich habe die Wohnung geputzt. Ah, Und nachmittags von habe ich wem hast du Musik gearbeitet. gehört? Ja, das schon, aber nachher habe ich dann gearbeitet. Also Ja. das war mein freier Tag. Da sieht man einfach, die Recovery hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Früher hätte ich gedacht, irgendwie hier kannst du von 8 Uhr morgens bis 24 Uhr durchzocken. Nee, nee. So war es nicht. Ich bin zwar nicht laufen gegangen, aber ich habe dafür die ganze Wohnung geputzt. Ja. War ich schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Ja, aber Wohnung putzen ist auch schon gute Arbeit. Man Ja, nimmt sich da ja auch einiges. war auch einiges. Aber ja, ich habe das durchgezogen. Ja, sonst, ja, das Übliche halt. Ich bin so langsam in diesem, ich sag mal, auch Content Creation Mode drin. Das heißt, immer Montags Podcast-Aufnahme. Eigentlich jetzt auch Freitag, Herr der Ringe. Aber ja, wir haben halt ein bisschen so zusammengezockt, weil wir noch hinterher dann noch im Voice und haben Dungeons und so gemacht. Kann ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja nun mal das Hauptthema diese Woche. Und von daher habe ich schon gedacht, dann machst du es morgen. Also habe ich am Freitag gedacht. Aber gestern wiederum war auch wieder irgendwas und heute war auch was. Aber nee, stimmt nicht. Gestern habe ich die Folge geguckt. Aber den Talk habe ich erst heute dann aufgenommen. Von daher, ja. Aber sonst mit Montag, Freitag, Sonntag und dazwischen Quatschfabrik in Between, das läuft eigentlich ganz gut, finde ich, so die letzten Wochen. Und man muss ja schon sagen, dass gerade meine Folgenbesprechungen, was die Aufrufzahlen anbelangt, für meine Verhältnisse wirklich gut laufen. Also, Ja, auf jeden ich Fall. meine, das eine Video hat drei Likes, aber auch drei Dislikes, aber ist trotzdem bei fast 200 Aufrufen in ein paar Tagen. Interessanterweise vor allem bei Herr der Ringe. Ich glaube, weil einfach diese Serie einfach die Menschen so spaltet, da können wir auf jeden Fall noch drüber gleich drauf zu sprechen kommen. Du hast doch die fünfte Folge geguckt, oder? Ja, die habe ich gestern Abend Gut. angeschaut. Ja, ohne dass wir spoilern, aber da können wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich finde, das war bis jetzt die beste Folge. Aber da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Ja, sonst habe ich halt nichts. Ich hätte ein paar Themen, über die ich sprechen würde, und dann kannst du ja auch mal sagen, was du noch so an Themen hast. Ja.
Genau, also erst einmal habe ich heute nicht nur drei Podcasts, also bald drei Podcasts aufgenommen, bin nicht nur heute, was waren das, ich glaube, 11 Kilometer zu Fuß gegangen, gestern waren es fast, ich glaube, 15. Also heute war so schönes Wetter. Hast du auf Instagram schon gesehen? Wenn nicht, guck auf jeden Fall mal. Ich habe das neue iPhone, da kann ich kurz drüber sprechen gleich, aber diese Kamera ist halt einfach ein Traum. Also diese Bilder sind so schön. Das Traurige ist, dass Instagram und auch viele andere, so Signal und WhatsApp, da wird das ja leider alles downgegradet. Und diese Qualität ist so herausragend schön. Also wirklich, es war einfach nur wunderbar gestern das Laufen. Und heute war noch schöner, weil heute war noch mehr Sonnenschein. Ja, und von daher habe ich nicht nur die Talks heute aufgenommen, zwei davon, wie gesagt, beim Laufen und den nehmen wir gerade auf. Ich bin ein bisschen müde, weil ich war schon wieder auf um 5 nach 6 oder so, habe ein bisschen was im Discord gepostet und habe mich aber nochmal bis 8 Uhr hingelegt. Aber trotzdem, es war trotzdem ein relativ anstrengender Tag, weil ich halt auch ein bisschen was vorbereitet habe. Dennoch war mir halt wichtig, deshalb, das war unter anderem auch einer der Gründe, warum ich gestern nicht auf den Talk zu Herr der Ringe hochgeladen habe. Ich habe etwas gemacht, was mir halt sehr wichtig ist. Vielleicht hast du es gesehen, auf Instagram habe ich was gepostet, gestern glaube ich, mit der Content Creation. Hast du es gelesen? Vielleicht nicht. Nee. Okay, also es war eigentlich nur so dieses Wirre in meinem Kopf, wenn man es möchte, immer diese Konzeptionierung von möglichen Ideen. Und habe unter anderem aufgeschrieben, dass es dieses Jahr eigentlich noch ein Karaoke-Stream geben soll, aber ich denke mal eher 2023 dann, weil dieses Jahr wird so schnell wieder rumgehen. Ich möchte noch einen Halloween-Stream machen. Dragonflight Release muss man halt gucken, je nachdem, wie Classic läuft, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Und noch einen Weihnachts-Stream, also einen Christmas-Stream. So, das sind wieder diese Event-Streams, die sind mir halt immer heilig so im Jahr. Ja. Und dann habe ich mal Gedanken gemacht, darüber gemacht, welche Formate sonst noch in Frage kommen könnten. Unter anderem ein Format bezüglich meiner Schauspieler und Schauspielerinnen. Das heißt zum Beispiel so, wenn es jetzt um Robin Williams gehen würde, weil ich habe gerade heute so wieder ja meinen absoluten Lieblingsfilm Nummer 1. Habe ich einen Podcast aufgenommen, kannst du dir auf jeden Fall anhören. Das finde ich ziemlich gut geworden, meiner Meinung nach. War auch ein bisschen emotional. The Good Will Hunting, ich liebe diesen Film einfach nur und ich liebe diesen Schauspieler und leider ist er ja tot, weil der, naja, hat sich ja umgebracht. Und da wird es halt so ablaufen, dass man halt, also ich habe halt als Titel Robin Williams und dann würde ich halt über seine, oder über meiner Meinung nach seine interessantesten und besten Filme reden. Und dann halt so im Hintergrund würden dann wahrscheinlich so ein bisschen ein paar Sekunden zu dem jeweiligen Film irgendwie dann eingespielt. Und dann maximal wahrscheinlich so 5 bis 10 Filme oder so. Das ist auf jeden Fall ein Konzept, da habe ich Bock drauf. Das soll im nächsten Jahr aber erst kommen. Und das Musikformat, was ich auch schon mal angepeilt habe und schon mal angeteasert habe, ich weiß nicht, ich glaube, das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Dafür hast du ja auch, glaube ich, letztes Jahr mitbekommen, ich hatte ja einen Adventskalender gemacht letztes Jahr und ich würde den Ja. gern dieses Jahr auch machen, in etwas anderer Form und würde gern, dass du mir dabei ein bisschen hilfst. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn du es zeitlich hinbekommen würdest. Und vielleicht würde dafür dann ein kleines Weihnachtsgeschenk in Form ein paar Euros oder so für dich rausspringen. Nee, aber also das Adventskalender oder Adventsvideos oder so, so kleine Überraschungen, finde ich schon ganz cool. Und ich habe mir auch überlegt, dass wenn das alles zu viel ist, dass ich einfach so YouTube Shorts, Reels und TikTok-Videos mache. Also wirklich nur so maximal 30 Sekunden oder so. Weil es dann halt viel einfacher ist zu produzieren. Und ich glaube, der Überraschungseffekt wäre ähnlich groß, aber das muss man halt mal gucken. Ja, so in die Richtung. Oh. Ja, aber was ich heute gemacht habe. Und womit halt ich gestern angefangen habe, war, ich habe all die Musikvideos, also die YouTube-Videos, die hier eben im Discord seit Anbeginn dieses Servers in dem Sinne vorhanden sind, also seit, ich glaube, jetzt Mai 2021 wurde das gepostet, da habe ich all die Musikstücke mir angehört und habe überprüft, ob die länger als 8 Minuten sind und ob die, ich sag mal, vom Genre her passen.
Also sprich, länger als 8 Minuten sollte es nicht werden und das Genre sollte jetzt auch nicht komplett irgendwie so neben der Spur sein. Und habe daraus eine sogenannte Quatschfabrik-Song-Playlist erstellt fürs Jahr 2021 und für dieses Jahr. Und das sind 115 Lieder. Und ja, da habe ich dann gestern angefangen, die, wie gesagt, halt Korrektur zu hören, ob das überhaupt passt. Und heute auch. Und das kann man noch sagen, weil es sind noch nicht mehr so viele Stunden. Bisschen mehr als 3 Stunden sind es noch. Aber ja, meine Oma hat heute Geburtstag. Sie ist jetzt seit 5 Jahren und 5 Monaten tot. Ich habe auch heute Morgen, als ich aufgewacht bin, um 6.15 Uhr oder so, halt einen Post gemacht und habe dann einfach nochmal geschrieben, dass ich sie weiterhin in dem Sinne vermisse und so weiter und so fort. Und habe dann geschrieben, 30.05.17 steht eben für den 30. Mai 2017, nämlich für ihren Todestag. Und ja, und immer dann, wenn es halt in diese Richtung geht, dann, egal ob Recovery oder nicht, dann bin ich emotional as fuck. Ist halt einfach so. Dann ist es richtig, richtig schwierig. Und das hat auch gestern schon angefangen. Und gerade bei diesen, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, höre ich ja meistens Musik. Oder manchmal Podcasts, aber eigentlich am liebsten Musik. Und als ich dann halt jetzt auch beim Laufen diese eigene Playlist gehört habe, es gibt so ein paar Songs, die verbinde ich extrem mit meiner früheren Freundin. Dabei weiß sie das gar nicht, weil ich diese Songs erst mit ihr wirklich verbunden habe, als ich diese Recovery hatte. Aber ja, du kennst ja vielleicht das ein TikTok-Video, als ich doch im Stream mal die Kamera ausmachen musste, oder? Ja. Ja, das Ding hat irgendwie über 500 Aufrufe, ist mit Abstand irgendwie das meistgeklickteste auf meinem TikTok-Kanal. Ich habe jetzt, by the way, wie viel? Ich glaube 62 oder so an Followern. In den 3 Wochen oder so finde ich das nicht so schlecht. Und TikTok, kann ich leider noch was zu sagen, aber... Naja, das Ding ist halt, als ich diese Musik gehört habe und ich sowieso emotional, sag ich mal, wieder... eine gewisse emotionale Affinität hatte dieses Wochenende. Ist halt wieder die Mischung aus schön und aus traurig und melancholisch und so. Aber ja, ich muss trotzdem sagen, dass davon unabhängig, dass ich froh darüber bin, diese Playlist gemacht zu haben, weil das ist halt, ich meine, jeder hat ja so ein Genre an Musik, was man am liebsten hört. Aber ich liebe halt wirklich seit jetzt letzten 1 bis 2 Jahre, vor allem in den letzten Jahr, wenn man ehrlich ist. Und besonders halt erst in diesem Jahr. Also, als Beispiel, als ich meine Wohnung geputzt habe, weil ich wusste, dass meine Freundin kommt, da habe ich dann ja teilweise stundenlang geputzt. Und dann habe ich halt immer von Armin van Buuren A State of Trance gehört. Und Trance ist spätestens seit Frühling dieses Jahres für mich einfach die Musik, die mir für alles gibt. Und ich höre gerne elektronische Musik, also auch zum Beispiel House geht auch noch oder so Club Music oder sowas. Aber gerade Trance. So, und in dieser Compilation, also in dieser Song-Playlist, ist halt vor allem elektronische Musik, aber eben nicht nur. Da ist auch von Charm, das ist so eine YouTuberin, die meistens so zu WoW oder so irgendwelche Musikstücke aufnimmt oder irgendwelche Cover-Songs. Aber ja, unter anderem ist auch Final Fantasy 14 das Lied mit dem, du erinnerst dich, mit dem Mond dabei, was ich immer so großartig fand. Ja. Fly me to the moon. Und dann halt dieser besondere Background da irgendwie in Verbindung gesetzt. Ich fand das Video damals überragend, das war ja noch vor Endwalker halt. So das, ich sag mal, nicht Info, sondern eher Werbevideo, aber ich fand's super geil. Und von daher, ja, solche Sachen halt. Und von daher, das ist echt eine Playlist, die wird man jetzt auch bald dann wieder im Stream bei mir hören. Denn ich habe jetzt diese Woche, vielleicht später noch, aber ich habe diese Woche zwar noch normal die Arbeit, beide arbeiten, wenn man möchte, beide Arbeitsstellen. Aber dann habe ich ja 2 Wochen komplett Urlaub. So. Und der alte Tobi hat jetzt gesagt, geil, da kann ich von 8 Uhr morgens bis 24 Uhr durchstreamen. Aber nein, das machen wir nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall mehr streamen und
wenn ich gleich nochmal drüber rede, über WoW und so. Ich glaube halt, dass es auch wirklich weitaus mehr Spaß macht, als es noch vor ein paar Wochen. Aber ja, deswegen, es ist gerade ein emotionales Wochenende für mich. Ich finde richtig schön, dass es nicht geregnet hat. Es war wirklich, ich fand es noch nicht mal wirklich kalt. Also ich weiß nicht, ich sehe dauernd immer Leute, die sagen, es ist so kalt und so. Und ich denke mir so, Leute, wir haben bald Oktober. Es kann doch mal ein bisschen kälter sein als vielleicht 20 Grad. Also das ist doch okay. Also, ja. Aber ich finde es trotzdem mega warm. Also jetzt unter der Woche war es so, dass ich nachmittags noch fast die Jacke ausgezogen habe. Morgens ist echt arschkalt, aber nachmittags echt warm. Ja, bei uns war das Wetter so, naja, so ein bisschen Regen, Sonne, nix eher. Ja, ja, also ein bisschen geregnet ist es auch, aber gerade jetzt am Wochenende, ich fand es heute super warm. Also ich hatte ganz normal die Jacke an, aber keinen besonderen dicken Pullover oder so oder irgendeine Strickjacke, sondern ja, eigentlich relativ gechillt. Und ja, geregnet hat es auch nicht, von daher, ja, es war einfach heute traumhaft. Also ich wollte eigentlich heute nicht so lang gelaufen sein, aber ich das Wetter gesehen habe, ich dachte so, jetzt auf jeden Fall. Ja, von daher, das ist halt diese emotionale Phase gerade bei mir, die es halt oft so ist, aber ja, es ist halt immer so irgendwie, am 30. Mai halt, dann am 15. September, dann zu Ostern und zu Weihnachten vor allem. Und natürlich auch, wenn ich Geburtstag habe, ist halt klar, 20. Mai. Ja, aber so blöd es klingt, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich halt einfach, egal ob Recovery war oder ist oder sein wird, das sind halt diese Tage, die, da vergesse ich so blöd, wie es klingt, da vergesse ich alles, was unwichtig ist. Also da, klar habe ich jetzt heute darüber nachgedacht, wann nimmst du denn jetzt einen Podcast auf und habe auch überlegt, wann guckst du denn jetzt Star Wars Andor und so, dass wir darüber sprechen können. Aber wenn ich ehrlich bin, an diesen Tagen ist mir alles egal. Also da denke ich nicht an Concreation, da denke ich nicht an, was für eine Serie guckst du jetzt oder wann zockst du, sondern da bin ich einfach, sag ich mal, bei, naja, ernsteren und, naja, das Leben, sag ich mal, ausmachenderen Themen. Aber klar, trotzdem versucht man ja in diesem Alltag irgendwie genau so diese Freude und das, was einen halt ausmacht, irgendwie zu finden. Und daher versuche ich halt immer so diese Mischung im Jahr zu haben, diese Momente, wo ich dann teilweise wirklich sehr traurig bin und auch sehr viel geweint habe, auch schon vor der Recovery und vor der, ich sag mal, mentalen Depri-Phase. Aber wenn du halt eben auch wieder so die Momente hast, dass du irgendwie extrem overhyped bist, und das war bei mir nämlich am Freitag so, deswegen wollte ich es auch nochmal angesprochen haben, deswegen auch diese Playlist, weil ich habe halt Freitag, ich musste nicht so viel arbeiten, ich glaube, ich musste fast gar nicht arbeiten am Freitag, also zweiter Job, aber ich musste halt noch aufräumen und naja, die Sachen halt verstauen im Kühlschrank und so. Und währenddessen, so wie es ja immer ist, also es gibt ja nur zwei Sachen, die ich mache, wenn ich halt laufe oder wenn ich halt in der Wohnung irgendwas mache. Entweder gucke bzw. höre mir die Mitashi VODs an oder ich höre Musik oder Podcast. Also eigentlich drei, aber eher nur Musik oder Mitashi VODs. Und dann habe ich halt ein bisschen diese Musik gehört und habe ich gedacht, boah, ich war einfach mega hyped. Also ich war unfassbar hyped. Ich wollte in dem Moment die gesamte Welt umarmen. Das war halt also schon fast genau der Gegensatz zu heute. Und keine Ahnung, ich habe dann rumgesungen und rumgetanzt. Also das war, ich weiß nicht, das fällt mir immer wieder auf. Ich gucke so viele Serien teilweise, auch wenn ich jetzt im Moment letzte Zeit nicht so viel geguckt habe, aber die letzten Jahre. Und nicht nur wegen der Concreation, einfach weil es auch Spaß macht. Und ich gucke auch wirklich gerne Filme und so. Aber bei Musik ist das bei mir komplett was anderes. Also ich habe es schon so oft erzählt, aber es ist wirklich so, Musik kann mich so hypen und es kann mich aber auch so runterziehen. Also, ich habe noch nie erlebt, dass ich während des Streams läuft, dass ich alles um mich herum vergessen habe und fast geweint hätte. Vor allen Leuten, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer in dem Moment gerade da waren, aber ich glaube, das war ja der Gamescom-Stream, den ich ja irgendwie während der Gamescom angemacht habe und das waren, glaube ich, schon so 8 Zuschauer, ich weiß nicht genau. Aber das wäre mir alles egal gewesen. Ich hätte da, wenn ich da nicht noch genauer drüber nachgedacht hätte, hätte ich, glaube ich, nur geweint. Das war echt, und das meine ich halt. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass es halt so ist.
Und genau diese Mischung, finde ich, braucht es halt im Jahr. Von daher deswegen diese Compilation. Ist es bei dir auch so mit der Musik? Also bei mir ist es so krass. Also die unfassbar emotional werde ich, wenn ich bestimmte Musik höre. Gerade mit der ich Ja. sehr viel verbinde. Ja, aber das ist bei mir auch ab und zu mal so. Vor allem, wenn, also vor allem momentan, ich bin jetzt noch so in der Eingewöhnungsphase mit meinem Betrieb, wo ich jetzt seit Anfang September ja bin. Und auf jeden Fall Musik, die hilft mir da schon sehr gut durch, aber es gibt auch so ein paar Lieder, da, ja, da ich dann irgendwie dann. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, Hast du ein so. Kloß im Hals? Ja, ungefähr so. Das, Ich ja. weiß. Das ist aber halt, ist aber eigentlich jetzt nur so eine Eingewöhnungsphase, das erste Mal. Ich bin ja eigentlich mit dem Betrieb ja komplett zufrieden. Ich finde die Kollegen nett und so. Er hat es ja schon Also, mal gesagt. ja. Aber ich kann das Ja. mit der Musik auf jeden Fall verstehen. Ja, ist echt krass. Und das ist der Grund, warum ich unbedingt dieses Format nächstes Jahr machen möchte, weil ich. Ja. Also, es gibt halt in dieser, ich sag mal, Compilation, in dieser Song-Playlist, whatever, da gibt es halt so drei, vier Songs, vielleicht so fünf Songs, die. Da zittere ich förmlich, weil die mich so mitnehmen. Weil das ist einfach. Da kommt so viel einfach hoch, positiv als auch negativ, so eine totale Achterbahn der Gefühle passiert dann in mir. Und das war halt jetzt, um das klar zu sagen, das war jetzt auch am Wochenende so, also gestern so und auch heute so, so wirklich irgendwie, dass die Gefühle irgendwie Purzelbaum gerade spielen oder ich das nicht wirklich greifen kann. Und da bin ich dann halt immer sehr froh darüber, dass ich halt dann genau das mache. Also einer der Gründe ist, und das werde ich gleich nochmal sagen, ich meine, das können wir jetzt eigentlich mal zum nächsten Thema bringen oder zum Thema machen. Du hast jetzt erstmal nichts, oder? Dann würde ich jetzt erstmal weitermachen. Genau. Ich habe gar nichts. Es geht jetzt um WoW. So. Und ich versuche ja immer noch, dass du mitspielst, aber ich kann dich halt nicht zwingen, ich kann Becky nicht zwingen, ich kann keinen dazu zwingen. Ich möchte es auch gar nicht. Und genauso sieht es halt mit dem Discord aus. So, da hatten wir jetzt eine ganz nette Dame, die auch bei uns in der Gilde ist. Und die hat halt einen Discord-Server verlassen, weil es ihr zu viel wurde mit dem Posten. Ich kann das ja auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite, du glaubst nicht, wie viel Spaß mir das bereitet, am Tag deines Discord was zu posten. Und wenn es nur ein Satz ist, aber was dazu zu schreiben, das ist halt einfach mein Zuhause. Und ich habe da so oft schon drüber gesprochen. Und ich habe auch darüber gesprochen, dass mich das oft sehr mitgenommen hat und wirklich verletzt hat, wenn ich gesehen habe, dass Leute meinen Discord-Server verlassen. Das ist jetzt nicht mehr so krass. Aber dennoch verbinde ich halt extrem viel damit. Und deswegen, das Schöne ist an dieser Compilation, dieser Playlist, ist auch, dass es nicht nur alle Songs von mir sind. Gut, ich habe ein paar, also von Syrian, dieses eine irgendwie Schlagerlied, habe ich jetzt mal rausgelassen, weil es wirklich überhaupt nicht vom Genre gepasst hätte. Aber es gab halt auch so, gerade von Charm, die Musik oder so eine Interpretation von der World of Warcraft-Musik zu World of Draenor, die ich unfassbar geil finde. Also auch, da gibt es auch noch ein paar Lieder eben, auch von Moritz oder so. Und von daher, mein Bestreben ist halt wirklich, dass bei der nächsten Compilation, die dann irgendwann ungefähr in einem Jahr dann wieder stattfinden soll, dass dann halt einfach auch noch mehr Leute sich beteiligt haben. Das ist halt das Ding. Und was ich damit meine, ist halt, es geht nicht ums Discord, es geht auch nicht um WoW an sich, es geht darum, dass, als ich darüber gesprochen habe, dass ich gerne mit Leuten zusammenspielen würde, jetzt in Classic, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, wie sich das entwickelt. Weil zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich alleine. Zu dem Zeitpunkt habe ich alleine für mich gespielt und ein bisschen gestreamt, das war alles. Und hab gedacht, naja, du kennst doch so ein, zwei Leute, vielleicht spielen die in Virtual Kai ja mit. Aber dass wir jetzt mit dem Spielerpool von, ich glaube, mindestens 14 Leuten für den Raid, angedacht für den Raid, jetzt schon starten, für einen 10er Raid, finde ich schon krass, ehrlich gesagt. Und es kann halt noch mehr werden. Klar, können immer wieder Leute abspringen und so, aber damit habe ich halt erst nicht gerechnet, dass es in so kurzer Zeit so schnell geht. Also, als ich wirklich angefangen habe, darüber nachzudenken, war es ungefähr. Also, als ich wieder angefangen habe zu spielen, war Anfang Juli. Jetzt haben wir, naja, Ende September. Das ist trotzdem nicht viel Zeit. Das sind halt, weiß ich nicht, vielleicht 10, 11 Wochen oder so ein Dreh.
Und von daher finde ich das schon krass, irgendwie, wie schnell das alles ging. Und das hypt mich natürlich gerade irgendwie. Klar, heute war, ich muss wirklich sagen, auch wenn wir es im Gildenchat was gestanden und so, ich war heute schon ein bisschen nicht drüber, aber es ist halt. Es ist trotzdem schon so, dass ich heute das erste Mal, seitdem ich wieder Concreation mache, das Gefühl hatte, jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Weil es gerade wirklich sich nach Druck angefühlt hat. Weil ich wollte halt noch Star Wars Andor unbedingt bis heute Abend geguckt haben, musste aber noch die Herr der Ringe Besprechungen aufnehmen. Wollte aber vorher unbedingt halt die Songplays voll bekommen. Genau das, was mich in der Recovery in dem Sinn so, naja, was mir so diese Ruhe gebracht hat, das war halt heute wieder so anders, fand ich persönlich. Also heute war es wirklich das erste Mal, dass ich gedacht habe, jetzt musst du ein bisschen runterfahren. Weil du wolltest ja eigentlich dieses Wochenende wirklich ein bisschen chillen, weil die nächsten Wochen werden halt Content Creation-wise weitaus krasser und da ist halt viel mehr los. Und von daher habe ich dann heute echt ein bisschen, auch war ich auch ein bisschen still für meine Verhältnisse. Auch im Gildenchat und so, habe nicht mit jedem gewhispert, was ich sonst gerne mache, habe nicht irgendwie noch im Discord irgendwie PNs geschrieben oder selbst bei Signal war ich relativ zurückhaltend für meine Verhältnisse, als ich da was geschrieben habe. Aber ja, was ich sagen wollte, man darf es nicht falsch verstehen. Ich kann dich nicht dazu zwingen, aber ich kann halt nur sagen, dass ich unglaublich Bock habe, mit bestimmten Menschen zusammenzuspielen. Aber am Ende ist es natürlich jedem selbst überlassen und das ist mir auch bewusst. Nur dadurch, dass ich jetzt halt mich entschlossen habe, eine Gilde zu leiten, eine Community zu leiten und mich zusätzlich noch ums Discord zu kümmern, und ich eigentlich wieder alles alleine mache, was ich auch alleine machen möchte, weil ich auch der Meinung bin, dass ich die Kraft dazu habe, ist es halt eigentlich an sich alles cool. Aber mir ist halt heute bewusst geworden, dass eigentlich sollte ja dieses Wochenende so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm darstellen. Und naja, ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, gefühlt mehr gemacht als als letztes Wochenende. Und da hatten wir halt einen über 3-Stunden-Podcast, du erinnerst dich. Ja. Also von daher, das hat schon ein bisschen geballert. Und deswegen, genau deswegen, weil ich gemerkt habe, oh Mann, du machst es wieder super gerne, aber pass auf, dass du nicht overpaced. Das war das, was Sören mir gesagt hat auch. Ich denke mal, das darf ich auch sagen. Das hat er mir off Podcast so gesagt. So, Tobi, ich sehe, was du vorhast und so, aber mach ruhig. Denk an dich, denk an deine Gesundheit, übertreib es nicht. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, naja, ich hätte jetzt halt dann 2 Wochen komplett frei, wenn man so möchte. Ich habe halt an 3 Tagen muss ich halt jeweils zum Arzt, zu 2 verschiedenen Ärzten, aber sonst, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie den ganzen Tag lang dauert. Und dennoch ist es mir bewusst geworden, dass ich nicht overpacen werde. Ja, ich möchte schnell leveln in der Wrath of the Lich King Classic und eigentlich möchte ich einer der ersten 80er auf dem Server sein. Aber ich muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Also ja, diese Woche sage ich jetzt schon, also das hast du vielleicht mitbekommen, ich habe da einen Talk zu aufgenommen, so diese Roadmap. Der Plan ist jetzt schon so, dass ich eben morgen Abend ab 23 Uhr streame, so bis 3 Uhr die Nacht. Und dann ist eigentlich der Plan, dass ich am Mittwochmorgen, am Donnerstagmorgen und am Freitagmorgen jeweils um 4 Uhr morgens aufstehe. Und dann bis knapp vor 7 Uhr zocke. Einfach weil ich weiß, dass wir auf dem Server sind mit ganz viel Allianz, weil Metashi hat nun mal hier seine Gilde und das heißt, allein in seiner Gilde sind 1000 Leute. Und dann hast du die Community, die ist wahrscheinlich fünffach so groß von ihm. Von daher, ja, die ganzen Allis, wir sind bei 3% Horde und 97% Allianz. Und von daher, denke ich mal, kann man dann vielleicht in der Nacht am ehesten spielen. Das sind aber halt nur diese 3 Morgenstunden, wenn man so möchte. Aber das wird schon krass. Und da, ich habe da Bock drauf. Ich freue mich da mega drauf. Ich freue mich auch mega auf den Stream morgen. Aber ich versuche trotzdem, dass die Recovery einfach weiterläuft. Dass es trotzdem so ist, dass ich, also morgen die Besprechung zu House of Dragon aufzunehmen, glaube ich, werde ich nicht schaffen. Ich glaube, das muss diese Woche wirklich verschoben werden. Das ist ja wirklich eine Ausnahme. Mal gucken, vielleicht geht es ja doch irgendwie. Ich weiß nicht genau. Aber ja, dass ich dann halt, keine Ahnung, dass ich halt richtig ballern werde, aber trotzdem
dass mit diesem auch Spazierengehen weitergeht, dass die Sportübungen weiterlaufen und so. Und wir hatten, dich erinnerst, vor einiger Zeit darüber gesprochen, wie gesagt, du kannst gleich mehr reden. Ich wollte nur die Ja, paar Themen ja. kurz abfrühstücken. Du erinnerst dich, ich gesagt habe, naja, aber ich habe dann auch mal angefangen, irgendwie dann Eis zu kaufen und so ein bisschen Cheat Day zu machen. Das habe ich auch gemacht, so ein paar Tage. Hab wirklich gemerkt, dass mir das eher geschadet hat. Und deswegen habe ich das wieder komplett aufgegeben. Also ja, auf der Arbeit, da habe ich manchmal ein bisschen Süßes und ein bisschen Kaffee. Aber das ist ganz selten eigentlich. Und hier habe ich wieder maximal nur Joghurts. Und ich habe jetzt noch zwei Eisteeflaschen, danach habe ich nur noch Wasser und sonst trinke ich wieder nur Tee. Das heißt, ich bin eigentlich genau wieder in diesem Recovery-Mode drin. Und der tut mir einfach trotzdem gut. Also es ist halt so, dass ich das nicht vermisse oder so. Und ich wollte ja eigentlich wirklich zum Release, ich wollte ja richtig schön dann irgendwie, weiß ich nicht, Süßigkeiten am Start haben und so. Aber nein, ich habe einfach gemerkt, dass mir das gerade einfach so viel besser tut, wenn ich es einfach mache, wie eigentlich bis auf für ein paar Tage. Wie es die letzten Wochen und Monate eigentlich der Fall war. Und von daher, ich freue mich super drauf und ich hoffe, dass du auch mal reinschaust, weil ich definitiv öfter streamen werde. Was man auf jeden Fall sagen kann, was man so ein bisschen spoilern kann, ist halt, dass wir spätestens auf 80 auf jeden Fall vielen Dungeons und so rumhängen werden. Und dann, Leute haben auch schon gesagt, sie sind morgen Abend wahrscheinlich auch im Stream mit im Voice dabei, wenn sie leveln und so. Von daher, ich freue mich da mega drauf und vor allem diese Freitags-Raids, ich habe da so Bock drauf, weil Freitags ist halt wirklich, da bin ich halt durch, da bin ich total drüber und so und dennoch werde ich natürlich jetzt es nicht übertreiben, denn ich bin ja immer noch ein Raid-Lead und ein Guild-Lead und ein Community-Lead und dann hast du natürlich eine gewisse Verantwortung. Aber ja, ich glaube, es kann richtig, richtig cool werden, es kann Spaß machen und ich habe einfach mega Bock drauf und dennoch weiß ich halt nicht, wie sich das alles entwickelt. Deswegen. Diese Frage, dieses große Fragezeichen mit Dragonflight Release Streamer, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das dann mache, ob ich das brauche oder so. Aber ja, ich kann einfach nur sagen, dass ich die letzten Tage auch wieder Stream erstmal wieder pausiert habe, weil ich gedacht habe, es macht gerade keinen Sinn. Aber ab WOTLK habe ich gesagt, werde ich mehr streamen und ich hoffe, dass du reinschaust. Ich hoffe, dass andere auch wieder reinschauen. Es ist natürlich sehr schwierig für mich halt wieder in dieses Streaming reinzukommen. Gerade wenn halt diese Talks eigentlich so zu meinem Hauptcontent geworden sind. Aber man wird es sehen. Also der Urlaub, glaube ich, wird mir auf jeden Fall gut tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich gerade morgens ein bisschen streame oder so. Entweder vorm Laufen oder nach dem Laufen oder so. So vormittags, so. Keine Ahnung, so 11 Uhr mäßig bis mittags oder so. So 2, 3 Stündchen jeden Tag oder so. Und abends dann. Man wird es sehen. Aber. Ich glaube auf jeden Fall, das wird eine schöne Sache. Und ich habe da wirklich Bock drauf. Und ich habe da wirklich so oft drüber nachgedacht. Und von daher, die Vorfreude ist groß. Aber dieses Wochenende war halt nochmal dieses irgendwie, du wolltest eigentlich durchatmen und irgendwie hast du dann doch mehr gemacht, als du wolltest. Und deswegen, ja, bin ich gerade so ein bisschen wieder in Zweifel geraten. Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Und die Leute haben Bock und ich habe Bock und trotzdem versuche ich halt diesen Ablauf jetzt mit den beiden Folgenbesprechungen. Ich habe, by the way, auch aufgeschrieben, ob ich vielleicht eine Folgenbesprechung zu Endor mache. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde, könnte sich vielleicht sogar lohnen. Aber weiß ich halt noch nicht. Aber dass ich zumindest dieses Pensum irgendwie beibehalte. So, das war jetzt Ja, also das. damit. Das waren so die beiden Punkte, die ich ansprechen wollte. Jetzt kannst du mal sagen, was du so hast. Ja, eigentlich jetzt nicht so viel. Erzähl einfach. Wir haben eh Das genug Einzige, was mir Zeit. jetzt noch eingefallen ist, ist, dass ich jetzt auch diese beziehungsweise eventuell sogar schon nächste ja, diese oder eventuell nächste Woche wieder ein neues Video machen werde. Ah, cool. Beziehungsweise ich habe dazu mir sogar schon so ein kleines Skript zusammengeschrieben. Und Cool. eigentlich habe ich auch recht Bock darauf und ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass mir es das auf jeden Fall wieder Spaß machen wird. Ich probiere da halt mal wieder eine etwas andere Sache aus. Also, Ich ich werde lasse mich mal schauen, wie. überraschen. Ich werde mal schauen, wie es dann auch so ankommt. Naja, ich werde Aber das auf jeden Fall supporten und dann kriegst du ein paar Leute mit. ja, und auch streamen, das habe ich auch wieder vor, ein bisschen häufiger zu machen. Gestern hatte ich ursprünglich eigentlich vor zu streamen, aber irgendwie
Irgendwie hat mir da dann doch am Abend irgendwie die Motivation dann noch ein bisschen gefehlt. Ja, verstehe ich. Ja. Aber ansonsten eigentlich ist eigentlich nicht recht viel, was ich sonst noch so zu sagen habe oder sowas. Okay. Habe ich gerade noch einen dritten Punkt? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist so das Wichtigste gewesen. Also einmal diese Compilation, dann das mit dem Emotionalen. Damit halt sehr. Also eigentlich sind alle Themen, so gerade was die Emotionalität anbelangt und so, da so ein bisschen eingebettet. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal über Herr der Ringe Folge 5 sprechen, ohne dass wir spoilern. Wie fandest du die? An sich recht gut und ich finde auch, die Serie nimmt langsam ein bisschen Fahrt auf, so meiner Meinung nach. Ja. Weil also auf jeden Fall die Pace wird jetzt meiner Meinung nach auch ein bisschen schneller als jetzt die Folgen davor, da hat schon deutlich mehr jetzt passiert ist, so im Allgemeinen. Also, ja. Erzähl ruhig. Ich habe dir ja gesagt, dass du dieses Wochenende, dass du ja viel erzählen kannst. Ich habe Ja. jetzt so viel gesagt, von daher erzähl. Ja, ich weiß halt nicht, wie genau ich das jetzt so sagen soll, weil, keine Ahnung. Ja. An sich muss ich sagen, die Folge hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch, ja. Auch eigentlich, wenn sich sogar die bis jetzt beste Folge, auch meiner Meinung nach. Also auch jetzt so Storytelling-mäßig, dass es halt da jetzt einfach mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber klar, so eine Sache, die wir ja auch letzte Woche ja angesprochen haben, ist ja, dass ja die Charaktere teilweise immer noch so geschrieben sind, dass es eigentlich keinen so gibt, den man so richtig hassen kann. Das ist eigentlich immer noch so, obwohl er da jetzt Ja, aber die eine eine Figur Szene. wird ja schon gerade aufgebaut, sind wir ehrlich. Also der Kanzler ist halt Ja. schon. Ja. Aber so richtig finde ich eigentlich nichts. Also. Ja, stimmt. Es ist schon immer noch so, dass sie möglichst drauf schauen, dass die meisten Charakter schon so geschrieben sind, dass man sie jetzt nicht unbedingt, ja, hassen kann. Ist richtig. Was würdest du der für eine Note geben? Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie ich die letzten Folgen bewertet habe, aber ich glaube, ich würde schon sagen 4 von 5, wenn nicht sogar 4,5 von Ja, also 5. ich habe der heute auch eine 4 von 5 gegeben. Ich bin auch der Meinung, dass es die beste Folge war. Und ich habe das so zusammengefasst, dass ich der Meinung bin, dass sie das erste Mal diese Ernsthaftigkeit in diese Serie gebracht haben. Und das hat mir extrem gut Ja. gefallen. Dass endlich dieses ganze Cringe-haftige, diese Dialoge, die so fürchterlich waren, diese Haarfüße, die so schlimm waren, dass sie das alles eigentlich mal hinten angestellt haben und dass es jetzt endlich darum geht. Ja, so blöd das klingt, dass hier der Kampf um Leben und Tod einfach im Mittelpunkt steht. Ja, weil man kann das ja immer so ganz abstrakt sagen, so das Böse wacht auf und so. Das Böse heißt einfach, dass Menschen abgeschlachtet werden oder irgendwelche Ja. Völker. Und von daher, wenn dann halt die Numenor sich in dem Sinne jetzt für Mittelerde irgendwie in den Krieg schmeißen, dann ja, muss man halt auch genau diese Ernsthaftigkeit jetzt auch in die Dialoge bringen. Und von daher, ich fand diese Folge wirklich gut und habe es sehr schön gesagt, das kannst du auch auf TikTok oder ihr könnt es auch auf TikTok euch anhören, das ist so das Highlight. Ich habe gesagt, es ist auch so ein bisschen, eigentlich ist es von mir auch schon fast unverschämt, sowas wie House of the Dragon da zu erwarten, weil House of the Dragon basiert auf Game of Thrones. Und Game of Thrones hast du über Jahre hinweg in dem Sinne erlebt. Das heißt, du verbindest damit was, egal ob es positiv ist oder negativ ist. Aber die Showrunner, die haben halt diese Expertise. Und es ist schon wirklich, da muss ich auch ein bisschen selbstkritisch sein. Man muss schon aufpassen, dass man nicht zu viel von den Showrunner erwartet. Die können ja nicht in 5 Folgen das eigentlich aufbauen, was Game of Thrones über Jahre hinweg aufgebaut hat. Natürlich können sie Ja. bessere Dialoge schreiben und sie können auch bessere Drehbücher in dem Sinne an sich schreiben. Aber dieses Gesamte, das, was man halt mit dieser Welt verbindet, das hatten wir bis jetzt halt eigentlich nur in diesen 3 Filmen und diese Filme sind halt schon sehr, sehr alt. Und von Ja. daher fühlt es sich halt irgendwie so ein bisschen weit weg an. Aber ich glaube halt, dass wenn sie das Pacing, und ich muss sagen, ich fand das Pacing okay, ich fand es nicht zu schnell, ich fand es auch nicht zu lang,
zu langsam. Wenn sie das Pacing so beibehalten, glaube ich, ist das eine gute Sache. Also das kann halt, das sind jetzt glaube ich noch 3 Folgen, wenn ich es richtig verstanden habe, 8 Folgen sind es. Wenn sie das beibehalten, dann wird es auf jeden Fall am Ende noch den großen Krieg und so geben. Die erste große Schlacht. Und ich möchte einfach, dass wichtige Figuren auch einfach mal draufgehen. Ja, also klar, du weißt es halt aufgrund der Geschichte. Die können nicht alle draufgehen, aber zumindest so kleinere Figuren. Ich möchte wirklich mal, dass es zu einer Ernsthaftigkeit kommt. Ja. Und da bin ich gespannt. Ja. Man weiß nicht genau, wie es jetzt dann sein wird. Ob jetzt wirklich der ein oder andere kleine Charakter dann halt jetzt stirbt, das mal schauen, ob sie sich das trauen. Ja, und alles andere kann man halt in der Folgenbesprechung nachhören, weil, ja, wir wollen hier nicht spoilern, aber ich bleib halt dabei, dass halt eine Figur, die soll so ein bisschen sowas, ich sag mal, was Intrigenhaftes irgendwie ausstrahlen, und ich finde, der Schauspieler kann das einfach nicht. Also ich finde diese Figur, man kann ja sagen, kann ja einfach die Figuren nennen, ohne dass man die Hintergründe kennt, aber dieser Kanzler in Numenor, den finde ich einfach viel zu blass. Also das kommt einfach nicht rüber, und ich nehme das auch nicht, dem das nicht ab, und ich nehme das den Showrunner auch nicht ab, dass sie so irgendwie auf die Beine gestellt haben oder auf die Bühne gebracht haben. Das wirkt teilweise einfach total, weiß ich nicht, so Deus Ex Machina mäßig. Wir müssen das irgendwie hinbekommen, also tun wir einfach so, als wäre das so. Die Numenor haben ja ihre Geschichte, und deswegen sind sie halt alle in dem Sinne so Elbenhasser, und ja, wir nutzen das halt. Also das, ich weiß nicht, ich finde das halt, das meine ich halt damit. Das sind halt so Aspekte, da brauchst du viel mehr Zeit, da brauchst du eigentlich Staffeln, um sowas aufzubauen, damit sowas glaubwürdig klingt und glaubwürdig aussieht. Aber dieser Kanzler in Numenor, ich finde, der ist als anderes glaubwürdig, und damit kann der für mich auch kein Intriganten oder so darstellen, bin ich der Meinung. Ja, das verstehe ich. Gut, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, oder hast du noch was? Weil ich wäre damit durch. Rest kann man ja in der Folgenbesprechung sich anhören. Nee, eigentlich nicht. Gut, also unser Fazit ist, dass wir schon zufriedener sind als noch vor einer Woche ungefähr, und dass wir jetzt die nächsten 3 Folgen auf jeden Fall mal abwarten, ja? Ja, das genau. Also ich habe dir jetzt bis jetzt so, ich habe gesagt, die Serie ist so zwischen 3 und 3,5. So langsam tendiere ich immer mehr zu 3,5. Ob sie vielleicht doch noch eine 4 von 5 schafft, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt hinbekommen nächsten Wochen. Aber okay. Die Serie, zu der du weitaus mehr sagen kannst, weil da habe ich auf jeden Fall viele Fragen, aber da möchte ich erstmal, da kannst du dich wirklich erstmal monologisieren, ist Star Wars Andor. Sag mal bitte zum einen, ich stelle jetzt ein paar Fragen, zum einen, wie findest du die Serie? Wie findest du den Stil? Was findest du gerade vielleicht zu Obi-Wan besser? Was findest du vielleicht sogar schlechter? Welche Figuren findest du am interessantesten, ohne zu spoilern? Und würdest du sagen, das spricht für mich, dass sich eine Folgenbesprechung lohnt, einfach weil die Serie qualitativ gut genug ist oder nicht? Boah. Okay, ich fange mal mit der ersten. Genau, ich fange mal mit der ersten Frage an. Wie findest du die Serie allgemein? Also im Allgemeinen muss ich wirklich sagen, wirklich sehr gut. Und ich finde auch wirklich, das ist eigentlich so Star Wars, wie man es ja eigentlich auch kennt. Weil in den ganzen anderen Star Wars Serien haben die ja immer, also zum Beispiel Mandalorian, Book of Boba Fett und Obi-Wan, haben die ja diese LED-Kamera ja genutzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Aber da haben sie wieder auf richtige Sets halt eben, ja, halt, die haben halt richtige Sets gebaut. Klar, in manchen Szenen haben sie gesagt, haben sie das genutzt, aber eher nur da, wo halt eben die Zeit halt eher gefehlt hat. So wie ich das verstanden habe. Und muss ich sagen, ich finde wirklich, es ist sehr gut auch aufgebaut, auch. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde einfach die Richtung, in die jetzt Endor geht, einfach wirklich sehr schön und auch
Einfach so, wie man eigentlich Star Wars auch kennt. Es sind halt, es, also es geht halt um einen Charakter und um den seine Geschichte geht es halt eben. Und das war man ja eigentlich auch sozusagen in den ganzen Filmen auch immer gewohnt. In der Originaltrilogie ging es ja um Luke, in den Prequels ging es um Anakin und in den Sequels ging es ja um Rey. Das war ja eigentlich schon immer so, so was von Star Wars kannte. Und das ist jetzt eigentlich auch wieder in Endor so, dass sie sich halt wieder auf einen Charakter halt eben schon fokussieren, aber halt eben ja, den seine Geschichte halt eben auch ein bisschen weitläufig erzählen, so mit wirklich noch Charakteren, die halt eben die Welt halt einfach nochmal erweitern, so. Ja, wie soll ich sagen? Das Worldbuilding einfach nochmal deutlich besser unterstützen. Ich sag dir hinterher was zu, ich möchte jetzt erstmal, Ja. was du sagst. Okay, Ja. die zweite Frage war sowas wie, hab eigentlich jetzt schon mal die Reihenfolge vergessen, aber Egal. was würdest du der für eine Note bis jetzt geben für die drei Folgen? Oh, schwer zu sagen. Es ist jetzt noch nicht so viel darin passiert, weil jetzt die Pace ja jetzt da nicht so schnell ist, was ich eigentlich auch recht schön finde. Aber puh, ich glaube, ich würde mal 4 von 5, glaube ich, bis jetzt sagen. Also, Okay. das ist schon recht gut, aber noch nicht jetzt überragend gut. So, ja. Andere Frage, die mir gerade einfällt, kanntest du den Schauspieler? Also nicht viel mehr, außer dem, dass er halt auch schon in Rogue One Endor gespielt hat. Also Cassian Endor. Wie der Charakter heißt. Mein Schauspieler, ich weiß es gerade auch nicht mehr, wie der heißt. Diego Luna. Ja. Stimmt. Also wenn du Ja. auf Netflix unterwegs bist und wenn du dann, wie heißt sie? Gott, wie heißt die Serie jetzt wieder? Über die Drogenbarone da in Südamerika. Mexiko. Ich google das kurz. Auf Okay. jeden Fall, man kennt den Schauspieler. Ja. Und der jetzt mal nach extrem gut und zeigt auch so ein bisschen in dieser Rolle, dass es drauf hat. Aber dazu sage ich dann später mehr. Ja. Die nächste Frage, die ich hätte, ist, bist du der Meinung, dass sich hierfür eine Serienbesprechung lohnt? Also mit Spoiler natürlich. Oh. Ganz schwer zu sagen. Also, ich persönlich würde eigentlich schon sagen, ja, aber es kommt schon darauf an, ob du dir auch Also dafür Narcos, die. ja, Narcos, so heißt die Serie. Okay. Da spielt er auch mit. Unter anderem in Ja. Narcos Mexiko. Narcos ist halt die spanische Bezeichnung, beziehungsweise die ja, südamerikanische Bezeichnung für diese ganzen Drogenkartelle und Drogenbosse halt. Okay. Okay, ja. Ja. Auf jeden Fall, also ich würde schon sagen, du kannst es schon machen, so eine Folgenbesprechung, aber du musst halt selbst entscheiden, ob du auch dafür die Zeit nehmen willst. Weil du hast ja auch schon gesagt, dass du ja schon ziemlich viel Zeit mit den ganzen anderen Folgenbesprechungen auch schon auf dich genommen hast, so jetzt auch heute. Ich meinte jetzt eigentlich Also. gar nicht mal auf mich ausgelegt, sondern meinst du, dass die Serie einfach von der Qualität her so gut ist, dass eine Folgenbesprechung, sage ich mal, hier angemessen erscheint? Also meinst du jetzt hier im Podcast oder jetzt Ich echt? meinte schon Auf den outgesourced. Also wenn Horizont. ich so eine Folgenbesprechung machen würde, dann würde ich jetzt zu den ersten drei Teilen erstmal das nehmen, was wir jetzt hier in Quatschfabrik haben, würde es halt standalone dann da hochladen. Und Okay. danach dann die Wochen halt. Boah. Schwer zu sagen. Okay, dann sage ich später was dazu. Das. Die andere Folge, die andere Frage ist, welche Figuren findest du am interessantesten und warum?
bin gut mit meinen Fragen, ne? Ja. Immer durchdacht. Wollte das erste Mal noch so die ganzen Namen wieder mir ins Gedächtnis rufen. Nee, du kannst ja erstmal mit Cassian Andor anfangen. Ja, in meinem Fall. Cassian, um ihn geht ja jetzt die ganze Serie. Was ich jetzt aber eigentlich so mit am interessantesten finde, ist ja die Serie springt ja hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Seine Vergangenheit, genau. Und man kann ja schon sagen, ohne dass man spoilert, kannst du jetzt mal erklären, ich kannte diesen Planeten ja noch gar nicht. Es hat schon so ein bisschen was von Ureinwohner, also sprich so. Ja. Und das finde ich halt, na gut, sag ich später. Jetzt geht es erstmal nur um dich. Also, du kannst auf jeden Fall nochmal genau sagen, ohne dass du gut spoilerst, was ist das Besondere an diesem Planeten und was macht sein Volk in dem Sinne aus? Ja, also erst einmal, der Planet ist für Star Wars komplett neu. Also den gibt es auch noch nicht noch nicht einmal in Star Wars Legends. Oh. Und der wurde halt jetzt mit Andor hinzugefügt. Also, es ist auch an sich, finde ich auch von Andor der Serie im Allgemeinen, ich glaube, bis jetzt haben wir noch keinen Planeten gesehen, der wo schon in irgendwelchen anderen Filmen oder Serien vorgekommen ist. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen von dem Planeten, von dieser einen Organisation, wo er ganz am Anfang der ersten Folge war. Aber das sind alles komplett neue Planeten und das finde ich halt auch wieder so interessant, das ist ja eigentlich genau der Ansatz der Serie. Die wollen ja auf so ein bisschen auch unbekanntere Sachen mal ein bisschen ansprechen und halt eben ja, das so ein bisschen so ja, so aufbauen, so ein bisschen so ihr eigenes Universum neben Star Wars halt eben aufbauen. Und das muss ich euch sagen, finde ich wirklich sehr interessant, diesen Ansatz. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber so an sich so also neben Endor finde ich noch Bix, das ist ja die eine Frau, mit der Endor ja Kontakt hat. Ja. Und ich glaube schon, dass sie noch eine größere Rolle auf jeden Fall in der Serie noch spielen wird. Ja, macht ja schon ein bisschen Eindruck, als wäre sie seine Geliebte, oder? Oder könnte seine Geliebte werden? Puh. Also oder halt schon. Eher wirklich so Richtung nur Freundschaft. Das ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall zu greifen. Ja. Aber auf jeden Fall nicht zu blass geschrieben und damit halt auf jeden Fall interessanter, dass man zum Beispiel genau über sowas nachdenkt. Wenn sie ja zu, ich sag mal, wenn sie zu langweilig wäre, dann wird man ja genau solche Fragen eben nicht stellen. Mhm. Genau, wen findest du noch interessant als Figur? Kerstin, seine Ziehmutter finde ich auch noch interessant, vor allem auch in den Rückblenden wird es, glaube ich, sehr spannend, was da alles passiert. Ja. Und auch noch so, ich nenne ihn jetzt mal Auftraggeber, wenn jetzt auch seinen Namen wieder nicht einfällt. Mm. Mm. Der den Kerstin ja in der dritten Folge dann getroffen hat. Ja. Also mit dem wird es auf jeden Fall nochmal sehr interessant, was die da jetzt im Verlauf der nächsten Folgen alles erleben werden. Kanntest du einen Schauspieler? Also mir kam er bekannt vor, aber ich hätte ihn jetzt nicht zuordnen können. Ja, dann guck mal, ist nicht einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Verblendung. Das ist Stellan Skarsgård. Mhm. Ich liebe Verblendung mit Daniel Craig. Geiler Film, absolut geiler Film, harter Film. Basiert auch auf den, wie heißt es wieder? Auf jeden Fall ganz bekannter Schriftsteller.
Einfach mal eingeben, Verblendung und den Film gucken und dann wirst du Stellan Skarsgård in überragender Form sehen. Und von daher, als ich den gesehen habe, ich gedacht, boah, geil, schön, dass wir mitspielen. Und wie gesagt, Diego Luna kennt man halt von Narcos, da ist er halt auch richtig, richtig gut. Ja. Und daher die Schauspielerriege ist schon beeindruckend, finde ich. Ja. Die andere Frage, ich glaube, ich hatte noch sonst irgendwelche Fragen, aber ich nehme mal neue. Ohne zu spoilern, was ist die Hauptmessage der Serie? Boah. Ich glaube, das könnte ich jetzt noch nicht sagen. Ich finde schon. Okay, dann sage ich hinterher, wie ich das denke. Andere Frage. Warum eigentlich dieser andere Stil jetzt vielleicht zu Obi-Wan zum Beispiel oder im Vergleich zu, naja, auch so ein bisschen eigentlich The Book of Boba Fett? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt Disney genau zu diesen Stiländerungen jetzt ja bewegt hat. Man kann ja da eigentlich nur vermuten. Ja. Also ist jetzt wieder eher in Richtung richtige Szenerien gehen. Aber ich glaube, vieles hängt halt einfach auch damit zusammen, dass die mir so ein bisschen den Charme von Star Wars, glaube ich, wieder so recreaten wollen. Und halt einfach wieder so ein halt das Gefühl geben, ja, das ist Star Wars, weil ich muss es auch zugeben, dass hat sich wirklich auch auch beim Schauen der Serie, die was wirklich ein bisschen aufgefallen ist, so wenn man jetzt mal Andor mit The Mandalorian vergleicht. Mal so als Frage, wie viele Charakter gleichzeitig, die jetzt nicht im Hintergrund sind, hast du auf einmal in The Mandalorian gesehen, so im Durchschnitt? Das sind jetzt nicht gerade viele, was die da häufig nee. Im Vordergrund sind, was ja durch die Limitierung, durch wie sie das ja in dieser Ach so. In dieser du meinst dieser wegen der Technik in, eben. Ja, ja. Da kann man ja nicht so viele Schauspieler da reinstellen. Mhm. Ja, das ist ja in Endor, da drehen sie ja wieder mit ganzen Sets, die sie ja aufbauen. Und das hat man auch in der dritten Folge richtig gemerkt, wie die Stadt hat sich wirklich richtig belebt angefühlt. Ja. Vor allem als sie dann Alarm geschlagen haben. Das, ja, geile Szene. Es war wirklich eine richtig gute Szene. Das, da hat man wirklich gemerkt, ja, da tut sich jetzt was, da braut sich jetzt was zusammen. Also, ich muss euch sagen, die Serie fängt auf jeden Fall schon mal sehr stark an. Weitere Frage, weißt du, wie viele Folgen es geben wird? Ich glaube. Ich glaube, irgendwas 10, 12, glaube ich. Okay, ja, ich weiß jetzt gerade nicht genau. Ja, weil sie haben ja schon 3 Folgen gezeigt. Wenn die nur 6 Folgen beinhalten würde, wäre ja natürlich ein bisschen blöde. Dann wäre die ja schon in 3 Wochen rum. Ja, und die Pace, wie ja jetzt die ersten 3 Folgen, ja, sind die, das ist ja relativ langsam jetzt mal im Vergleich. Wo waren wir in Obi-Wan in der dritten Folge? Da war es ja eigentlich Obi-Wan. Schon mittendrin in der Action. Obi-Wan, ich meine, du weißt ja, ich habe die ja pausiert, nachdem meine Freundin ja vorbei war. Ja. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich die wirklich weitergeschaut hätte. Was glaubst du, warum sollte ich eher an Andor festhalten als an Obi-Wan? Boah. Das ist schwer zu sagen. Also was auf jeden Fall ich von mir aus sagen kann, was mich auf jeden Fall in der Serie auf jeden Fall sehr stark halten würde, ist halt einfach so zu sehen, wie sich halt so die Rebellion und so das alles sich halt eben gebildet hat, weil darum geht's ja auch primär in der Serie.
Aber so einen allgemeinen Grund, wieso man jetzt die Serie schauen sollte, fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Also, das könnte ich, glaube ich, auch nicht sagen. Ja. Okay, gut, dann werde ich jetzt mal meine Meinung dazu sagen. Also, du hast Ja. gesagt, erste Frage habe ich dir die Frage gestellt, wie findest du die Serie? Also, was für eine Bewertung? Du hast dir eine 4 von 5, würdest du der Stand jetzt so ungefähr geben. Ich Ja. sehe es ähnlich, ich würde dir auch eine 4 von 5 geben. Dann habe ich die Frage gestellt nach dem Motto, was sind für dich oder was ist die Hauptmessage der Serie? Meiner Meinung nach ist die Hauptmessage der Serie, dass Star Wars die kleinen Geschichten beinhaltet und nicht die großen. Ja. Weil bei den gesamten, also bei der Skywalker-Saga war es ja immer dieses Monumentale, dieses das Universum als solches wird gerettet. Aber bei dieser Serie geht es ja, das darf man sagen, ohne dass man spoilert, es geht darum, dass er eine Straftat begangen hat und er jetzt auf der Flucht ist. Und Ja. zwar wird er von denen gejagt, die so langsam, aber sicher dem Imperium mehr zugeneigt sind. Das kann man ja schon so sagen, oder? So von der Aufmachung her. Ja, ich hatte schon gesagt, dass sie auf jeden Fall Sympathisanten Also vom erstmal Imperium sind sie sind. ja sowas ähnliches wie Polizisten. Ja. Aber man merkt auf jeden Fall, und das würde ich sagen, zum einen. Und zum anderen würde ich sagen, ist die Message der Serie das Thema Diskriminierung und Rassismus. Weil man kann sagen, dass Cassian Andor, er kommt ja von einem Planeten, der eben wirklich sehr ureinwohnerhaft aufgebaut ist. Und ich finde, das ist eine Szene, die darf man auch sagen, weil die viel auch für die Serie spricht, und zwar im Positiven. Es geht um einen, ich sag mal, Polizisten, der möchte, dass es aufgeklärt wird, wer seine Kollegen getötet hat. Wir als Zuschauer, Zuschauerinnen und auch divers, wir haben ja gesehen, dass er von diesen, ich sag mal, Vollidioten da belästigt worden ist, weil er auf der Suche nach seiner Schwester ist. Auf irgendeinem Planeten, den ich nicht kenne, keine Ahnung. Und dann war er halt in so einer, ich sag mal, Striptease-Bar oder whatever, keine Ahnung, ist das ein Puff? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, es war so ein bisschen, ich glaube, es wurde auch vom Bordell, glaube ich, gesprochen, irgendwie. Auf Ja, jeden irgendwie Fall, er ist sowas. da unterwegs und sucht eben seine Schwester und sagt, dass sie von diesem Planeten ist. Und die, mit der er gesprochen hat, die hat sehr komisch reagiert, wie ich finde. Die hat direkt rausgefunden, oh, von diesem Planeten irgendwie, das ist was Besonderes. Also ich glaube auch, dass man von der nochmal was hören wird. Ich glaube, das ist kein Charakter, den sie nur für 2 Minuten irgendwie benutzen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und Ja. dann, naja, will er ja weiter irgendwie das Ganze untersuchen oder zumindest stellt er diese Fragen und muss dann aber irgendwie trotzdem dieses Etablissement verlassen und dann wird er von diesen, ich sag mal, Polizisten da im betrunkenen Zustand, whatever, die da irgendwie da ja irgendwie auf Nuttenschau waren oder was auch immer, wird er dann belagert. Und dann wehrt Ja. er sich und tötet die beiden. So. Und das ist erstmal eigentlich der Hauptplot der Story, das heißt, also der Serie, dass er, den wir ja vor allem durch Rogue One kennen, also einer der dafür gesorgt hat, unter anderem mit anderen zusammen, dass die Pläne des Todessterns, also zwischen Episode 3 und Episode 4, dass die besorgt werden oder gestohlen werden, wie auch immer, dass dieser eben jetzt in der Bedrängnis ist, weil er eben von einem Planeten stammt, der, ich sag mal, schwierig ist, also aus Sicht vieler. Und ich finde halt, Ja. dass genau dieser, ich habe dich ja gefragt, warum eigentlich diese Serie? Und ich glaube, dass die mit dieser Serie zeigen wollen, in Form von Star Wars, dass das kein großer Unterschied ist, wie wenn zum Beispiel jetzt in Brasilien so ein Bolsonaro an der Macht ist, der gegen Ureinwohner zum Beispiel wettert. Oder in anderen Regionen der Welt, zum Beispiel Südafrika damals unter der Apartheid, da ging es ja auch darum. Also ich finde halt schon, dass das halt schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und der wird vor allem untermauert dadurch, dass man halt immer wieder diese Rückblenden hat, er als Kind.
Weil es ist ganz klar, also wenn du es nicht wüsstest, Star Wars ist, würdest du denken, du siehst was wie Apokalypto hier mit Mel Gibson. So. Also auch, du hörst ja die Schwester, wie sie mit ihm spricht, und das ist ja wirklich eine Ureinwohnersprache. Das muss man ja einfach so sagen. Und auch wie er sich gibt und so, er ist halt einfach, man wird sagen, zum Beispiel Pocahontas wird man sagen, er ist halt einfach einer der dieses Stammes halt. So. Ja. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie er dahin gelangt ist, aber es sieht ja wohl aus, dass seine Ziehmutter ihn in diese Richtung gebracht hat. Ja, weil er ist dann ja mit der dann geflohen damals. Ja. Genau, und dieser Planet wurde ja angegriffen vom Imperium. War, glaube ich, das Imperium, oder zumindest die Anfänge des Imperiums. Nee, das, so wie ich das verstanden habe, beziehungsweise so wie man es eigentlich auch eher sehen kann, das Schiff, was abgeschossen wurde, war von den Separatisten. Das hat man auch an der Uniform gesehen, dass... Also eigentlich von den Guten, wenn man so will. Nee, die Separatisten sind die Gegenspieler der Republik. Ja, aber das sind doch die, die das Imperium aufbauen, oder nicht? Nein, die Separatisten sind, wie soll ich es jetzt am simpelsten erklären? Die sind ja... Aber es sind nicht die, die die Rebellion aufbauen. Nee, die Separatisten sind eigentlich die Gegenspieler der Republik und wurden halt eben von Darth Sidious halt eben sozusagen als Übergeordneter halt geleitet. Ah, okay. Und die wurden dann in Episode 3 auf Mustafa ja dann von Anakin ja alle dann umgebracht, die Anführer. Ah ja, okay. Ja, okay. Also sprich, diese Separatisten existieren so nach Episode 3 eigentlich nicht mehr. Ja, okay, verstehe. Naja, auf jeden Fall geht's halt darum, und dann finde ich halt, das Besondere an der Serie ist, dass sie aufgebaut ist wie eine Krimiserie. Also zumindest der Anfang. Weil es geht ja darum, dass dieser Polizist, und das ist unter anderem auch, wenn es gleich darum geht, welche Figuren ich interessant finde, dieser Polizist, der möchte ja wirklich, weil sein Vorgesetzter sagt so nach dem Motto, es darf keiner rausbekommen, dass die halt im Puff waren und so. Ja, da muss ja dieses Image irgendwie gepflegt werden und es darf halt einfach nicht rauskommen. Es soll alles unter den Teppich gekehrt werden. Und er wiederum, ähnlich wie bei der Polizei, sag ich mal, guck dir so einen Film an wie Training Day, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, werde ich auch irgendwann mal drüber reden. Da geht es ja wirklich darum, irgendwie, was sind denn jetzt die guten und was sind die bösen Cops, so in die Richtung. Und er ist am Anfang zumindest so, dass man denkt, also ich habe mit dem sowas assoziiert, wie das ist der, der für die Gerechtigkeit steht. Aber hinterher sieht man auch, dass er durch diese seine Kollegen, die halt gerade diese zwei, drei Sätze von seinem Kollegen, der hat ja nichts anderes gesagt, sondern nach dem Motto, naja, man müsste diese ganzen Planeten eigentlich platt machen. Ja? Also es ist halt wirklich so, diese Völker müsste man ausrotten, so in diese Richtung. Er hat ja von dem Schwert gesprochen, das Schwert muss ja scharf sein. Ja? Und das war ja nichts anderes wie der Hinweis irgendwie, also nach dem Motto, naja, wir kümmern uns drum. So. Wenn wir könnten, dann würden wir da einmal durchkehren. Ja, das muss man echt so sagen. Das ist ja wirklich schon Rassismus gewesen in einigen Sätzen, die da vorkommen. Und dann geht es halt darum, dass sie rausbekommen, dass es Cassian Andor ist. Also er ist auf jeden Fall der Hauptangeklagte oder der Hauptverdächtige. Der Hauptverdächtige. Und dann bereisen sie ja seinen Planeten, beziehungsweise wollen ihn halt verhaften. Das darf man auch noch sagen, alles andere, glaube ich, würde man nicht mehr sagen wollen. Aber auf der anderen Seite, da ist ja auch nicht so viel passiert in den ersten drei Folgen, muss man dazu sagen. Aber ich finde, dass das halt einer der Gründe ist, warum es diese Serie gibt. Nämlich, dass diese ganze Obi-Wan und Skywalker und bla und blub und wir retten das Universum scheiße, so blöd es klingt. Auch wenn wir das alles so gefeiert haben, gerade in der ersten Trilogie, also in 4, 5, 6, dass Star Wars eben nicht von dieser epischen und monumentalen Ebene lebt, sondern dass Star Wars vor allem ein Sammelsurium von kleinen Geschichten, von kleinen Figuren darstellt. Ja. Und das ist das Haupt.
ähnlich wie es bei Mandalorian ist, da geht es einfach darum, dass einer ein Wesen beschützt. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich persönlich liebe ja auch Final Fantasy XIV genau dafür, beziehungsweise bei den Patches oft, dass man im Kleinen trotzdem groß erzählen kann. Ja. Das ist meiner Meinung nach das Stärkste, was Storytelling bewirken kann, dass du kleine Geschichten groß erzählen kannst. Ja, das ist. Und das ist auf jeden Fall die Meisterdisziplin, weil das schafft so gut wie keiner. Ja, auch so zu Ende, weil ich da noch kurz sagen will, zu diesen Polizisten. Also man merkt schon, dass die auch, dass die wirklich mit dem Einsatz eigentlich auch ein bisschen überfordert sind. Wenn man jetzt mal bedenkt, wie leicht Ender sich hinter dem Anführer des Trupps einfach anschleichen konnte. Ich bezweifle kaum, dass das, wenn da das Imperium wäre, dass das dann so passiert wäre. Ja gut, aber auf der anderen Seite ihm, und ich glaube schon, dass der auch in nächsten Folgen wirklich noch jemand ist, der halt eher auf der Seite von Cassian Ender sein wird, der hätte ja locker getötet werden können. Wenn Cassian Ender ja wirklich der Brutalo und der Massenmörder whatever wäre, er hätte den einfach erschossen und gut ist. Aber er hat ihn halt nicht erschossen und genau das sollte ihm auf jeden Fall zu denken geben. Aber davon unabhängig, also ich finde halt, dass Cassian Ender eine interessante Figur ist, gerade Diego Luna spielt das wirklich gut. Der hat damals halt auch in Narcos Mexiko auch so einen Drogenbaron gespielt, hat das auch wirklich sehr, sehr stark gemacht, wie ich finde. Von daher, die Schauspieler sind halt stark. Ich finde Stellan Skarsgård, der ja in Anführungsstrichen nur so ein Auftraggeber spielt, aber da werden einfach noch mehr Hintergründe rauskommen. Es ist ganz klar, dass der auch bestimmt was mit seiner, also mit Cassians Mutter zu tun hat und so. Also irgendwie, das ist was Größeres. Das spüre ich förmlich. Das ist eine Figur, die wird gerade aufgebaut. Die ist nicht dafür da, um nächste Woche in der Serie weg zu sein. Die wird noch eine größere Rolle spielen. Und daher Stellan Skarsgård, ich bin großer Fan von dem Schauspieler. Ich mag den in vielen Rollen. Diego Luna. Das ist halt schon das, was ich an der Serie super mag. Jetzt hast du auch gesagt, so nach dem Motto, sie benutzen einen anderen Stil. Und genau das ist halt der Grund, warum ich diese Serie mag und Obi-Wan nicht mag. Weil Obi-Wan in vielen Dingen mir vorkommt, als würde ich einen computergenerierten Flickenteppich, sag ich mal, sehen. Und bei Star Wars Andor habe ich, ähnlich wie bei Rogue One, habe ich das Gefühl, dass das halt mehr an unserer Realität ist. Das ist mehr an unserer Welt. Egal, ob das im Star Wars-Universum spielt, was auch immer. Aber das sind halt genau diese Menschen, die ihre Probleme haben, die ihre, ich sag mal, ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Und du kannst da auf jeden Fall eher mitfiebern und eher das Ganze nachvollziehen als bei Obi-Wan. Ich zumindest. Dann vor allem der andere Stil, dieses, sag ich mal, viel realistischere, aber damit auch viel greifbare. Und wie du schon sagst, dass man einfach mehr Figuren auch darstellen kann, dass das alles nicht so wie eben an so einer Leinwand aufgebaut wirkt, sondern einfach viel mehr so, als würde man einen ganz normalen Film drehen. Was ich auch sehr, sehr gut finde. Und was ich bei dieser Serie auch sehr, sehr stark finde, ist bis jetzt auch teilweise dieser musikalische Einsatz. Die Musik kommt nur dann wirklich, wird nur dann wirklich eingesetzt, wenn sie auch was zu erzählen hat. Oh. Also wirklich dann, wenn es irgendwie wichtig ist, dann kommt die Musik. Und wenn es gerade nicht wichtig ist, dann hast du eigentlich fast gar keine Musik. Und das finde ich gut, weil zu viel Musik kann bedeuten, dass man da auch zu viel Ernsthaftigkeit aus so einer Serie rausnimmt. Und das finde ich gut, weil die Dialoge sind in dieser Serie wirklich gut geschrieben. Und von daher, ich bin auf jeden Fall wirklich sehr zufrieden mit der Serie und glaube auch, dass das eine Serie ist, die gerade in späteren Staffeln weitaus stärker wird. Es ist halt gerade so, sie ist sehr slow-paced, finde ich. Aber es ist halt immer noch sehr viel Einleitung. Ich glaube, die Einleitung wird halt bis Ende der Staffel irgendwie noch anhalten. Aber das, was mich am meisten eigentlich begeistert hat an dieser Serie, ist einfach, dass
eine wirklich total kleine Story, nämlich einfach, dass ein Mann gejagt wird, weil er der Hauptverdächtige ist und weil hier gewisse Affinitäten eben zu dem Imperium aufkommen, aber letztlich irgendwie auch, auch zu Themen wie Rassismus, wie Unterdrückung, wie Diskriminierung. Dass das halt alles irgendwie eingebettet wird in den Star Wars Kosmos, aber das hätte auch alles auch ohne Star Wars laufen können und die Serie wäre genauso glaubwürdig gewesen. Und das zeigt halt einfach, dass Star Wars hier nur den Rahmen darstellt, aber dass die Themen und die Figuren eigentlich hätten auch woanders auftreten können. Ja, das muss ich auch sagen. Ich finde auch wirklich, wie die Serie jetzt aufgebaut wird, finde ich das, es ist einfach wirklich ultra gut geschrieben, weil aus eigentlich etwas Kleinem, er will seine Schwester wiederfinden, ja, ist etwas, was eigentlich etwas, eigentlich man kann schon fast sagen, eigentlich Alltägliches ist, ja, dass man jemanden wiederfinden will. Ja. Und dass sich das dann zu so etwas entwickelt, das ist halt einfach auch richtig gut erzählt und auch in einer guten Weise auch glaubwürdig, dass so etwas halt eben sich zu so etwas dann halt immer hochschaukeln kann. Weil wenn jetzt zum Beispiel mal, zum Beispiel Solo, also den Film zu Han Solo. Habe ich immer noch nicht gesehen. Ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich recht gut, den Film. Aber so, ich finde, er wurde nicht so ganz glaubwürdig erzählt. Weil eigentlich direkt von Anfang an war er eigentlich schon irgendwie immer so komplett im Mittelpunkt, komplett so, man merkt, dass er etwas Wichtiges zu tun hat und halt etwas Wichtiges halt eben auch schaffen will in dem Film. Aber genau das andere, was ja eigentlich deutlich besser ist, war diese Glaubwürdigkeit, die man jetzt einfach in Endor hat, die ist wirklich sehr gut gemacht in Endor. Also, ja. Ja, finde ich auch. Also bis jetzt, nach Mandalorian Staffel 2 die beste Star Wars Serie, ich finde. Ja. Also ich finde auch die Staffel bis jetzt besser als Mandalorian Staffel 1. Ich weiß aber nicht genau, woran man das festmacht. Das liegt aber daran, dass halt Rogue One für mich auch so einen ganz besonderen Stil hat. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass halt auch Rogue One ist für mich eher ein Kriegsfilm als Star Wars. Ich habe da mal eine Kolumne damals zu geschrieben, also eine Review auf Letterboxd. Und ich glaube, ich habe es geschrieben wie, warte mal, ich kann mal ganz kurz raussuchen. Aber ich meine, ich habe geschrieben als Titel das Wars in Star Wars, also sprich das Kriegerische in den im Krieg der Sterne. Ich such's ganz kurz raus. Kannst in der Zeit ja noch weiterreden. Ja, was ich jetzt auch so mit Rogue One jetzt mal so in Verbindung bringe, ich bezweifle kaum, dass die irgendwie Endor jemals zu so einem wichtigen Charakter jetzt auch auch mit seiner eigenen Serie gemacht hätten, wenn Rogue One nicht so gut angekommen wäre, wie es ja angekommen ist, weil Rogue One war ja, glaube ich, der ist bis jetzt immer noch der bestbewerteste Star Wars Film von Disney, die wohl jetzt nach der Übernahme von Disney gekommen sind. Und ich glaube wirklich sehr stark, wäre Rogue One nicht so gut angekommen, es hätte wahrscheinlich niemals eine Serie über Cassian Andor gegeben. Das bezweifle ich. Und ja, an sich finde ich das ja auch, eigentlich auch recht gut. Weil ich muss wirklich schon sagen, Cassian Andor ist ja eigentlich wirklich schon ein sehr interessanter Charakter. Also ich habe jetzt nicht unbedingt, als ich Rogue One zum ersten Mal geschaut habe, so gedacht, ja, das ist jetzt ein Charakter, über den will ich jetzt mehr erfahren. Aber so mit der Zeit kam irgendwie schon so ein bisschen so ein Interesse, ja, wer ist der jetzt eigentlich?
Und das erfährt man ja jetzt mit dieser Serie. Ja, also ich kann mal kurz vorlesen, ist auch nicht so ein, wobei der Text geht. Das ist meine Review zu Rogue One, A Star Wars Story. Ich lese die mal ganz kurz vor und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, warum ich halt die Serie sehr mag. Also Rogue One, A Star Wars Story, das war, also nee, das Wars, also das die Kriege in dem Sinne in Star Wars, ohne Spoiler. Halt zusammen. So, nun habe ich also nach all den Jahren auch einmal diesen so berüchtigten, im positiven Sinne, Film sehen können. Und was soll ich sagen? Er gefällt mir, aber es ist für mich zu wenig Star Wars. Vielleicht soll dies aber auch gar nicht als Gefühl so richtig aufkommen. Einfach der Tatsache geschuldet, dass es eben keine Episode darstellt, sondern wie der Name es schon vermuten lässt, eine Geschichte im Star Wars-Universum. Es wäre auch von mir vermessen, den Film auf einer Stufe wie Episode 8 hierzu meine Review sehen zu wollen. Dafür ist er nicht geschaffen und dies soll er auch gar nicht, und dies soll auch gar nicht sein Anspruch sein. Für mich ist der Film eine wirklich schöne Abwechslung, weil es eben nicht um die großen Charaktere geht, sondern eher um einen ganz bestimmten Zweck, nämlich die Pläne des Todessterns für sich zu gewinnen. Rogue One soll somit ein wenig das Bindeglied zwischen Episode 3 und Episode 4 liefern, was auch eindrucksvoll gelingt. Es ist einfach erfrischend, auch als Zuschauer nichts super Imposantes erwarten zu müssen, die großen Twists oder das große Ganze, sondern eher die eher unbekannten Teile des Widerstands zu Gesicht zu bekommen. Meiner Meinung nach ist genau dies die Stärke des Films. Der Film kann sich thematisch auf eine Sache konzentrieren und ist darin brillant. Einige Szenen lassen eher einen Kriegsfilm vermuten, was einfach den realen Zustand zu dieser Zeit gut widerspiegeln kann. Eine Figur wie Darth Vader mal eher am Rande erleben zu dürfen, ist schon etwas sehr Neues, aber auch Geniales. Wie er brutal die Rebellen in einer Szene abschlachtet, so viel darf wohl verraten werden, nimmt in dem Moment einfach all dies Glorifizierende und Legendäre heraus. In dem Moment ist er einfach eine extrem gefährliche Person, die de facto gerade in den Kampf eintritt, ohne große Untermalung im Hintergrund. Wer also für gut 2 Stunden einmal Star Wars in einer rohen und schon fast brutalen Art und Weise leben möchte, der ist hier genau richtig. Weder der Film noch der Zuschauer sollten einen zu hohen Anspruch wie an eine Episode als Zielsetzung und Erwartung haben. Wenn dies so ist, dann stellt Rogue One einen interessanten, spannenden und teils intensiven Blick in das Star Wars-Universum dar, was man so vielleicht noch nie gesehen hat. Absolute Empfehlung meinerseits, 4 von 5 Punkten. Ich glaube, das trifft es relativ gut, oder? Ja. Habe ich, glaube ich, damals relativ gut geschrieben. Und das ist auch der Grund, warum ich halt diese Serie so interessant finde, weil sie genau das, was die, Strahlkraft, dieses Besondere von Rogue One so ausmacht, weil sie das zwischen den Zeilen erzählt. Das Interessante ist ja, dass diese Folgen, die waren ja teilweise um die 40 Minuten lang und ich habe mich aber nicht gelangweilt. Und gerade bei den Herr der Ringe, die Ringe der Macht Folgen, so sag mal so die Folge 2 oder auch Folge 4 jetzt, da habe ich das Gefühl, diese Stunde fühlt sich an, als wären es 3 Stunden. Und trotzdem passiert in dieser Stunde aber nichts. Und das finde ich halt unerträglich. Und das finde ich teilweise auch unerträglich an Filmen generell. Ich finde halt, die Geschichte sollte immer angeben oder die Geschichte sollte das Primat dafür sein, die primäre Aussagekraft, wann ein Film oder eine Serie nun mal endet. Und nicht, dass man in dem Sinne vorher angibt, ja, die Folge muss 1 Stunde lang sein und da musst du irgendwie hinbekommen, dass diese 1 Stunde gefüllt wird. Und zwar viel mit Filler-Content. Und ich finde halt, dass in diesen, ich sag mal, das war, glaube ich, 41 Minuten, 37 Minuten, wieder 41 Minuten im Dreh, das fühlt sich total rasch an. Das Pacing ist nicht overpaced, ist nicht zu sehr slow-paced, sondern es ist eigentlich ein für, ich sag mal, so eine Einleitungsphase eine ganz gut gewählte Idee, dass du eben sehr, sehr viel Fokus einfach auf diesen Cassian Andor hast. Und wenn das bedeutet, dass man den dabei verfolgt, wie er irgendwie wegläuft, selbst wenn du mal so eine Szene hast, wo er ganz langsam, wie in der allerersten Szene, einfach auf dieses Bordell drauf zuläuft oder auf diesen, ich sag mal, heruntergekommenen Bezirk,
in, sag ich mal, so einer Serie wie Obi-Wan hätte das irgendwie innerhalb von 2 Sekunden abgefrühstückt werden müssen, weil dann musst du ja wieder, du musst ja wieder Action haben und dann wieder Action und dann muss da was passieren und dann muss da wieder hingeschnitten werden. Und ich finde halt, dass das Geniale an Star Wars Andor für mich ist, sie lassen sich diese Zeit, sie geben den Figuren diese Geduld. Sie sind geduldig mit den eigenen Figuren, mit dem eigenen Setting. Nicht mit diesem riesigen Star Wars-Universum, sondern mit dieser kleinen Stadt oder mit diesem kleinen Planeten oder mit diesen kleinen Figuren. Und weil sie sich genau diese Zeit lassen, wirkt es vielleicht gerade am Anfang, ich kann mir gut vorstellen, dass einige sagen werden, ja, da passiert ja nichts, es ist ja überhaupt keine Action oder so. Ja, aber ich finde halt, dass genau wie bei Herr der Ringe oder Game of Thrones oder jetzt eben auch Star Wars, all das ist eben nicht zu 90% immer Action und Dramatik und Brutalität und Kampf und Krieg, sondern in den meisten Fällen ist die Stärke, gerade bei Game of Thrones, aber auch bei Star Wars, das sind die Dialoge, das sind die Figuren. Und das ist das, was da eingebettet wird. Und ich finde, das schafft diese Serie in diesen ersten 3 Folgen sehr, sehr gut. Von daher, ich möchte die auf jeden Fall zu Ende schauen. Und ja, ob ich darüber jetzt groß spreche, weiß ich noch nicht. Ich glaube halt, dass wenn wir es so machen, dass wir jetzt sagen, wir nehmen dieses Format jetzt erstmal raus mit, wir schlagen uns gegenseitig die Serien vor, weil da habe ich jetzt halt auch die nächsten Wochen wegen WoW Classic und so nicht wirklich Zeit und nicht wirklich Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sondern dass wir einfach sagen, wir reden einfach jede Woche ein bisschen drüber, halt ohne Spoiler, dann ist es für mich halt auch okay. Dann findet das halt nicht auf Serienhorizont statt, dann findet das halt hier statt. Aber da kann man ja, oder da kann ich ja dann auf Social Media so drauf verweisen. Ist auf jeden Fall eine Serie, die gucke ich einfach jeden Mittwoch gerne. Was ich aber auch sagen kann, ist, du musst die Serie nicht unbedingt so auf dem größten Bildschirm oder so gucken. Ich habe sie neben Daily Quest in WoW geschaut und ich war trotzdem, also es war Second Screen, aber es war nicht schlecht Second Screen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was verpasste, sondern die Serie ist halt im Moment noch slow-paced. Und genau dieses slow-paced hilft dir dabei, dass du alles Wichtige mitbekommst. Und selbst wenn du mal 1-2 Sekunden mal nicht hinguckst, du bekommst es trotzdem mit. Sie ist nicht zu schnell geschnitten, sie ist nicht total überdreht oder so, sondern sie ist halt down to earth. Das würde ich sagen, ist die Serie vor allem. Gerade im klaren Gegensatz zu Obi-Wan. Obi-Wan war für mich hierzu sehr, wir wollen das Große, aber wir können es nicht, weil wir es nicht in Dialogen hinbekommen, weil wir es teilweise nicht mit der Technik hinbekommen. Ich fand, Obi-Wan sah teilweise wirklich fürchterlich aus, viel zu künstlich und so. Und dann lieber so eine Serie wie eben jetzt Andor. Und das Interessante ist, ich habe mir extra zu dieser Serie keinen einzigen Moment des Trailers so angeguckt. Ich bin einfach der Meinung, dass ich gucke mir keinen Trailer mehr an, ganz generell nicht. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Ich finde halt einfach, dass diese Trailer teilweise viel zu viel verraten. Und dadurch, dass ich nichts wusste bezüglich Andor, finde ich, habe ich viel mehr daraus ziehen können, als hätte ich vielleicht diesen Trailer vorher gehabt. Von daher, ich kann es nur raten, dass man einfach in Zukunft keinen Trailer mehr schaut, egal in was für einem Zusammenhang das auch immer ist. Ja, also bei Andor, da habe ich jetzt, ich habe mir den Trailer angeschaut und eigentlich so gut wie alle Szenen, die man im Trailer gesehen hat, bis jetzt auf ein paar, die hat man eigentlich jetzt schon in den ersten 3 Folgen gesehen und ich glaube auch, dass... Das ist gut, das heißt, alles andere weiß man noch nicht. Werden wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt über die 6. Folge hinausgehen, also das bezweifle ich. Ja, finde ich gut. Über die 3. Folge meinst du? Also über die 3. Folge schon noch, weil schon noch ein paar Szenen drin waren, okay, die man noch gar nicht gesehen hat im Trailer. Aber ich glaube, mehr als die 6. Folge bezweifle ich sehr stark, dass da die Szenen drüber hinausgehen aus dem Trailer. Das finde ich sehr gut, ja. Also wirklich Trailer, die sollen halt hypen und so, aber mich bringen sie eher dazu, dass ich weniger Bock habe. Also Obi-Wan, ich fand den Trailer sehr gut. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner frühen Freundin einfach, wir hatten so Bock auf die Serie. Und wir haben sie ja auch gerade so am Anfang echt genossen. Aber diese 2. Folge, die hat mich ja so vernichtet einfach, weil sie so schlecht war. Einfach in so vielen, gerade was die Dialoge und so anbelangt. Und dieses gesamte, wie sie es dargestellt haben.
Und das wollte ich nochmal sagen zum Abschluss. Und mehr hätte ich dann eigentlich auch fast nicht mehr. Man sagt ja immer, Kerstin Kennedy ist so der Teufel in Person, ja? Wird ja immer wieder gesagt. Die ist allerdings Executive Producerin. Also zu sagen, dass alles, was Kerstin Kennedy macht, beschissen ist, finde ich, ist zu übertrieben. Weil, ja, Mandalorian war stark, aber für mich war Mandalorian erst in der zweiten Staffel gut. In der ersten Staffel konnte ich mit der Serie nichts anfangen. Und da war Kerstin Kennedy nicht involviert. So. Und von daher, man kann nicht sagen, dass nur weil sie jetzt daran beteiligt ist, und gerade Stavinio ist da jemand, der das gerne irgendwie mal klar anspricht, kann man das Qualitätsmerkmal dieser Serie oder so davon ablesen. Finde ich persönlich total übertrieben. Wenn diese Frau wirklich so schlecht wäre, dann hätte sie Disney die schon seit Ewigkeiten dem so abgesetzt. Ja, sie ist Ja. halt das größte Tier im wie heißt es hier, LucasArts Bereich. Also sie ist ja nun mal CEO, auf jeden Fall ganz weit oben. Ja. Aber trotzdem, wenn sie nichts könnte, hätte sie das nicht über Jahrzehnte alles machen dürfen. Und da ja die Frau kann was und über die Filme, über die neue Trilogie, da kann man immer noch geteilter Meinung sein. Ich sage weiterhin, dass Episode 8 einen der besten Star Wars-Filme für mich darstellt, weil er sich was getraut hat, weil er ganz klar auch mal den Hate der Community auf sich gezogen hat, weil eben Rian Johnson einfach eine eigene Agenda verfolgt hat. Und zwar das, was er wollte seinen Film machen. Er wollte seine Geschichte erzählen. Und wenn das halt die Massen nicht aufgenommen haben, dann war ihm das, so blöd das klingt, scheißegal. Und das Ja. kann man kritisieren, weil es aus Sicht, sag ich mal, des Mainstreams auch wirklich schwierig ist. Aber ich persönlich habe lieber einen Regisseur, einen Showrunner, jemand, der sich was traut, der eigene Wege gehen möchte, der von mir aus damit auch auf die Fresse fliegt. Und viel, viel lieber sowas als Star Wars 8 Star Wars Episode 9. Wenn ein J.J. Abrams wieder meint, irgendwie sich sogar über seinen früheren, in dem Sinne, Co-Partner oder co-genialen Partner, whatever, irgendwie sogar lustig zu machen. In Star Wars Episode 9 gab es Szenen, die wirklich metamäßig dafür gedacht waren, zu sagen, ja, das sind die ganzen Fehler in Episode 8. Und ich finde, so etwas ist nicht nur unprofessionell, sondern sowas ist halt auch einfach eines J.J. Abrams einfach nicht würdig. Und ich finde halt einfach, dass man kann von Episode 8 halten, was man möchte, aber immer zu sagen, dass es alles Kerstin Kennedys Schuld ist, diese Trilogie, finde ich halt auch einfach zu viel des Guten. Und von daher, ich bin der Meinung, dass Ender Stand jetzt, wir wissen ja bis jetzt nur, wie es so bei den ersten drei Folgen aussieht, dass Ender auf einem richtig guten Weg ist, wirklich eine Serie zu werden, die du auch in den nächsten Jahren noch gerne schaust, also auch in den nächsten Staffeln. Weil ich glaube halt, das Slow Pacing ist dafür gedacht, dass du als Zuschauer, als Zuschauerin, als divers, dass du einfach mal reinkommst in das Ganze, um es einfach, sag ich mal, in Staffel 2, 3, vielleicht sogar auch 4 irgendwie besser nachvollziehen zu können. Weil ich bin davon überzeugt, dass Obi-Wan maximal noch eine Staffel bekommt. Diese Serie wird nicht weit weitergeführt, also auf lange Sicht, weil die Serie einfach auch nicht Nee. wirklich viel zu erzählen hat. Und das Nee, sehe ich es bei ist. Cassian Andor anders. Also ich glaube, mit der Figur kannst du über einen längeren Zeitraum was hinbekommen. Und gerade mit den Figuren, mit denen er eben da zusammenhängt. Ja, ich gebe dir da auf jeden Fall in allen eigentlich auch recht und auch zu. So, wir waren und auch ein bisschen so zu The Book of Boba Fett. Ich bezweifle bei beiden sehr wenig, sehr stark, dass die mehr als vielleicht noch eine weitere Staffel bekommen. Weil halt einfach, man merkt es jetzt auch man hat es ja auch durch Mandalorian ja auch sehr stark gemerkt. Man braucht jetzt nicht irgendwie einen bekannten Charakter, den man ja schon kennt. Es reicht auch ein Charakter, der vielleicht nur einmal erwähnt wurde, beziehungsweise einmal ja, aufgetreten ist. Wie es halt zum Beispiel jetzt Cassian Andor, den hat man ja zuvor ja nur in Rogue One gesehen und halt auch nicht viel von ihm, von seiner Geschichte ja Er mitgekriegt. war nicht die Hauptfigur, sondern die Frau war die Hauptfigur in Rogue One. Ja, also in Rogue One war ja Jyn Erso.
Ja. Die Hauptfigur. Ja. Aber Cassian hatte da ja auch schon eine sehr große Rolle. Ja, das stimmt. Aber die Hauptfigur war die Frau. Ja. Ja, und in diesem Zusammenhang muss man schon sagen, dass halt, wenn sie diesen Stil so beibehalten, dann bin ich auch sehr gewillt, wollte ich sagen, diesen ganzen neuen Serien, die sehr mit Mandalorian jetzt zusammenhängen, gerne Chance zu geben. Ja, also hier Ahsoka und was kommt noch im Hinblick auf Mandalorian? Es kam noch was. Sind ja jetzt viele Serien angekündigt worden für die nächsten Jahre. Also demnächst kommen ja also die nächsten vier Serien, die jetzt ja demnächst kommen, sind einmal die Ahsoka-Serie, Genau. Mandalorian Staffel 3, Ja. The Bad Batch und Tales of Jedi. Oder Tales of the Jedi, also ja. Aber kam da nicht noch Das, irgendeine Serie? ich glaube, in Eine näherer Zeit. Live-Action-Serie? Ich meine ja. Also es kommt schon noch eine, aber ich glaube, so in näherer Zeit jetzt nicht. Okay. Ja, aber Ahsoka, das könnte so eine Serie werden, die mir gefällt. Und ja, also wenn mir jetzt wirklich Star Wars jetzt wirklich zusagen sollte, Andor. Ach ja, genau, das wollte ich dann nur noch kurz erzählen. Dann habe ich noch ein Thema. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich sage, komm, ich ziehe Book of Boba Fett an einem Abend mal durch, dass ich die wirklich mal beende. Weil ich fand halt sie nicht schlecht, aber ich fand sie halt auch nicht. Also ich weiß nicht, eine ganz komische Serie irgendwie. Eine Serie, die mit mir einfach bis jetzt nichts gemacht hat. Aber vielleicht, wenn man gerade so irgendwie in diesem Star Wars Hype ist, vielleicht hat man dann doch Bock drauf. Aber Obi-Wan muss ich nicht zu Ende gucken. Da bin ich ganz ehrlich. Ein Hugh McGregor, den ich einfach überragend finde. Wenn du den mal in einer seiner besten Rollen sehen willst, dann guck dir Fargo Staffel 3 an. Dann siehst du Hugh McGregor in einfach nur Weltklasseform. Und in Obi-Wan siehst du einen Hugh McGregor, der einfach einen Cash Grab mitgenommen hat. Das muss man so sagen. Also, der hat das nicht als Überzeugung gemacht, der hat das dafür gemacht, dass er nochmal Screentime bekommt und dass er einfach gut Geld einstecken kann. Muss ich wirklich leider genauso sagen, wie es ist. Aber das ist nicht das, was dieser Schauspieler kann. Im Leben nicht. Ja, also ich kann schon sagen, er hat es auf jeden Fall wahrscheinlich schon größtenteils wegen des Geldes gemacht, noch wieder Obi-Wan zu spielen. Aber auch auf Disney Plus ist ja auch so eine Behind-the-Scenes ja, Folge rausgekommen, wo man so auch so ein bisschen gesehen hat, ihn hat es schon Spaß gemacht, auf jeden Fall wieder auch mit wie heißt das nochmal? Der Schauspieler von Anakin, ich weiß es gerade, fällt jetzt gerade seinen Ach Namen nicht so, da nicht. ja. Ja, ich weiß, du meinst, mir fällt es gerade auch nicht ein. Irgendwas, Ja. es war so ein, ja, nordeuropäischer Name. Sowas, ist schon fast sowas Schwedisches irgendwie. Ja. Ich habe gerade das Handy auf, weil ich gerade was nachgeguckt habe. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es Fargo Staffel 4 schon gibt. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr mal wirklich sehen wollt, wie gut dieser Schauspieler sein kann. Ich meine, damit ist es nicht Episode 1, 2 und 3, sondern was der einfach alles drauf hat. Dann schaut euch wirklich mal Fargo Staffel 3 an. Da spielt er nämlich zwei Figuren. Einmal sich und seinen Bruder. Und das ist einfach geil. Das ist einfach nur egal, ob man die Story mag, egal, ob man diesen Fargo-Stil mag. Ich liebe den ja. Ich liebe ja auch Fargo, den Film. Ich liebe ja einfach Coen Brothers. Ich liebe diesen Stil einfach nur. Egal, was du davon hältst, aber wenn du mal sehen möchtest, was der drauf hat, guckt euch Fargo Staffel 3 an. Und ihr müsst dafür noch nicht Ja. mal die Staffeln davor gesehen haben, weil die immer eigenständig sind, wenn man so möchte, die Staffeln. Ja, mir ist jetzt auch wieder der Name von Schauspieler eingefallen, Hayden Ja, genau, Hayden Christensen. Christensen. Ja, genau. Ja, aber man hat da in der Behind-the-Scenes-Folge schon gemerkt, ihnen hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall das wieder zurückzukehren, aber Achso, bei es Obi-Wan, ist ja. ja, aber man merkt schon sehr stark, dass es ist hauptsächlich Fanservice und Ja. irgendwie noch versuchen, da ein bisschen Geld rauszukriegen. Ja. Gut, hast du noch was bezüglich Star Wars? Nee.
Ja, also ich hätte jetzt noch einen Punkt und dann wäre ich auch durch. Aber Also ich habe jetzt ja wirklich halt in diesem Jahr mit Herr der Ringe und House of the Dragon das erste Mal seit ein paar Jahren jetzt eigentlich schon wieder wirklich die Möglichkeit, diese Folgenbesprechung aufzunehmen. Es ist natürlich schon immer relativ viel Arbeit, sind wir ehrlich. Ich meine, die Aufnahmen gehen schnell und so, aber es zieht sich trotzdem ganz schön. Das habe ich jetzt auch an diesem Wochenende gemerkt. Und ich würde sagen, halt die Folgenbesprechung machen wir jetzt einfach irgendwie immer so die nächsten Wochen, immer so hier im Podcast, so nebenbei, so ein bisschen. Da haben wir halt immer ein Thema, das sind ja jetzt nur ein paar Wochen, da kann man es ja eigentlich ganz gut machen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die 12 Episoden beinhaltet. Ich könnte mir vorstellen, ich gucke es mal ganz kurz bei IMDb nach. Ich glaube, die Serie wird 8 Folgen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr als 8 Folgen hat. Guck mal ganz kurz nach. Andor, die Serie wird beinhalten. Doch, tatsächlich, 12 Folgen. Wow. Und das ist krass. Ich sehe gerade, IMDb ist ja auch ein bisschen so die. Ich gucke auch immer, wenn ich was bewerte, wie andere bewerten. Episode 1 7,4, die zweite Episode 7,4, die dritte Episode 8,7. Das ist heftig. Man muss auch wirklich Ja. sagen, dass die dritte Episode weitaus besser war als die ersten beiden. Also wirklich viel Ja. besser. Von daher, wenn sie das Pacing beibehalten, bei 12 Folgen kann das eine ganz, ganz starke Serie werden. Also Ja. gut, da müssen wir natürlich gucken, eben, ob wir dann jede Woche drüber sprechen, aber wir können ja alle paar Wochen oder so mal drüber sprechen oder so. Aber Ja. jetzt eine eigenständige Folgenbeschreibung sehe ich jetzt nicht so. Also, aber es ist schon eine wirklich, ich finde, eine sehr interessante Serie, muss man schon sagen. Aber ja, abseits davon, gerade wenn halt die Folgenbesprechungen rum sind und so, ich meine, ich habe ja immer noch sowas wie eben auch heute, zum Beispiel meine absoluten Lieblingsfilme, worüber ich immer sprechen kann, weil es ist ja auch unabhängig davon. Aber ja, ich habe einfach das Gefühl, natürlich musste ich da wieder ein bisschen an meine Freundin so denken, frühere Freundin. Wir haben ja auch gerne mal ein bisschen Anime zusammen geschaut. Ich habe ihr halt Your Name gezeigt. Für mich immer auch der schönste Anime-Film aller Zeiten. Ich gucke den bestimmt mindestens einmal im Jahr die letzte Zeit. Und ich liebe diesen Film einfach so abgöttisch. Allein wenn diese Musik kommt, dann ich würde jeden Moment wieder anfangen zu weinen, weil die einfach so schön ist. Und unter anderem, oder auch die Studio Ghibli-Filme. Vielleicht kennst du das, wenn nicht, kannst du ja mal googeln und so. Das wandernde Ja, Schloss. kenne ich. Und natürlich Prinzessin Mononoke. Also, Prinzessin Mononoke ist einer der besten. Ist nicht nur einer der besten Anime-Filme aller Zeiten, sondern es ist einer der besten Filme aller Zeiten für Ja. mich. Also dieser Film ist. Ich habe den ja, wie gesagt, damals erst mit meiner Freundin nochmal gesehen. Wann war das? Ich glaube April oder so. Und mir ist einfach bewusst geworden, der ist ja jetzt auch schon, glaube ich, aus den 90ern oder so. Und es geht ja vor allem um das Thema irgendwie halt Klimawandel, beziehungsweise eigentlich, wie der Mensch halt die Umwelt zerstört und so. Und wie kompromisslos und einfach herausragend diese Figuren damals gezeichnet waren. Also, ich meine damit nicht das Zeichnen, ich meine, wie sie geschrieben waren. Das war halt nicht nur 8:15, sondern diese Prinzessin Mononoke, die hat einfach was ausgestrahlt. Und die auch, ihr in dem Sinne Liebhaber, wie auch immer, da ihr Geliebter, auch der hat was ausgestrahlt. Und das ist einer der Gründe, warum ich halt auch mal wieder denke, ich muss mal wieder mit Anime anfangen, weil mir immer wieder bewusst wird, gerade wenn man halt, sag ich mal, so 0815-Serien wie zum Beispiel Obi-Wan schaut, oder teilweise auch jetzt gerade bei Herr der Ringe, die ersten Episoden, Anime, gut gemachte Anime-Folgen oder Serien, die strahlen einfach wirklich in Anführungsstrichen überragende Drehbücher aus. Obwohl es ja Ja. eigentlich, es sind ja nur Mangas, also sind ja eigentlich nur Comics, wenn man möchte. Aber das ist halt der Grund, warum ich teilweise so Serien liebe, die auf so Graphic Novels basieren, wie zum Beispiel The Boys, basiert darauf. Oder auch Watchmen. So, das sind halt einfach, das sind Geschichten, die vielleicht in comicartiger Form geschrieben sind oder gezeichnet sind, aber die machen etwas mit dir. Und es gibt halt Anime-Filme, unter anderem jetzt, der müsste jetzt auch die Tage auf Netflix rauskommen. Ich habe den jetzt schon oft angesprochen. Ich habe auch letzte Woche drüber gesprochen, du erinnerst dich, Drifting Home. Das sind halt so Dinge, da denke ich mir so, Anime musst du dir einfach mal wieder geben.
Und da kommt jetzt auch so interessanter Kram raus. Unter anderem läuft da gerade eine Anime-Serie, die ich gucken möchte. Da redet gerade jeder drüber, wirklich jeder. Die heißt Cyberpunk Edgerunners. Die geht gerade komplett durch die Decke. Da hörst du nur Gutes drüber. Und von daher, ich werde halt das Ganze eben auf Netflix schauen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, das serienmäßig. Klar, ich möchte noch The Boys Staffel 3 nachholen, Stranger Things Staffel 4 und dann, hast du vielleicht auch gesehen, habe ich extra im Discord unter meinem Bereich für meinen Content jetzt gemacht, einmal eine Watchlist, einmal für Serien und einmal für Filme, dass ich dann nochmal reinschreibe, dass ich mal so ein bisschen eine Übersicht habe, was ich eigentlich noch gucken möchte, auch im Hinblick auf nächstes Jahr. Aber ja, ich glaube halt, dass gerade dieses Jahr, da kommt halt nicht mehr so viel, was ich so unfassbar geil finde. Ich glaube nicht, dass die zweite Staffel von Alice in Borderland, kennst du die Serie, die japanische? Ist auch eine Netflix-Serie, ist überragend geil. Ja. Habe ich auch eine Review zu gemacht auf Serienhorizont. Hammergeile Serie, also wirklich hammergut, ist eine japanische. Basiert auch auf einem Manga, wusste ich gar nicht, aber das merkst du halt auch einfach beim Hingucken. Und ich glaube halt, dass einfach die absoluten Highlights dieses Jahr dann einfach für mich durch sind, mit eben vor allem mit House of the Dragon und mit Ender dann ja auch. Ich glaube, dieses Jahr kommt einfach nichts mehr, was ich so unbedingt sehen möchte. Wobei mal abwarten, ich weiß noch nicht genau, auch hier Shadow and Bone, da fand ich die erste Staffel sehr gut auf Netflix. Also es gibt schon ein paar Serien auch auf Netflix, die mir wirklich extrem wichtig sind. Aber sagen wir mal, es wird jetzt nichts Großes mehr kommen, dass ich auf jeden Fall dieses Jahr mich vor allem noch mehr mit Anime auseinandersetze. Was auch für Serienhorizont natürlich interessant ist, weil es ja eben auch um Anime gehen soll. Ja. Mhm. Von daher lebe damit, oder ihr müsst damit leben, dass in diesem Jahr wahrscheinlich dann noch ein bisschen einiges zu Anime von mir dann kommt. Gerade dann, wenn halt die Folgenbesprechungen so dann irgendwann im November oder so dann rum sind. Ja, mehr habe ich nicht. Hast du noch ein Thema? Nee, aber ich wollte jetzt auch noch kurz zu Anime was sagen, weil ja, ich schaue ja eigentlich auch recht gerne Animes, aber ich habe wirklich, glaube ich, 10, 20 Animes eigentlich so, die ich eigentlich gerne, also würde ich gerne mehr anschauen wollen würde, aber irgendwie nie so richtig die Zeit dazu finde. Weißt du was? Da machen wir das mal so, dass wir spätestens nächstes Jahr, dass wir das Konzept, was mit auf Disney Plus ausgelegt ist, einmal auf Anime wechseln. Ja, kann man machen. Weil ich glaube halt, dann sagen wir halt nicht eine Folge, dann sagen wir halt so drei Folgen, gerade wenn die so kurz sind. Mhm. Und vielleicht kommst du dann wieder mehr rein, ich komme wieder mehr rein, vielleicht entsteht dann wieder ein Hype. Weil ich glaube, wenn du in der Stunde dazu gezwungen bist, das zu gucken, dann macht man das halt auch eher. Ja. Aber ich sag dir, diese Cyberpunk Edgerunners, die gucke ich auf jeden Fall noch sehr, sehr bald. Ja. Die geht gerade komplett durch die Decke. Da hörst du nur Gutes drüber. Das ist echt krass. Also. Und ich mag ja eigentlich Cyberpunk. Ich habe das Spiel zwar nie gespielt, aber ich mag einfach dieses Cyberpunk-Universum. Also ich mag einfach dieses Verruchte, dieses... Ja, ich mag. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Einfach diese Zukunft, die einfach eine solche, sowas Dreckiges einfach ausstrahlt. Nicht dieses, und das ist das, was mich, das muss ich immer wieder sagen, bei Herr der Ringe, was mich teilweise extrem an dieser Serie stört, ist, dass dieses, das sieht alles so, ich meine, es ist High Fantasy, ich weiß, aber es sieht teilweise einfach zu hell aus, zu strahlend aus, weil bei Herr der Ringe, ich weiß nicht, ob du es wusstest oder ob ihr es wusstet, aber weißt du, wie eigentlich Herr der Ringe ausgeht, in Wirklichkeit? Also meinst du jetzt in den Büchern? Ja, es ist ja so in dem Film, dass ja Frodo dann in dem Sinne ja, Mittelerde verlässt und halt in die, wie soll man es sagen, sowas wie den Himmel der Elben in dem Sinne einkehrt, ja, also das, was du ja auch in der Herr der Ringe in der Serie siehst, ja, und in den Büchern geht es aber dann weiter, dass nämlich dann Samwise Gamgee hinterher dann der Bürgermeister wird. Aber in Wirklichkeit entsteht da sowas, also dieser Ablauf, der kommt in dem Sinne dann wieder neu auf. Also sprich, es gibt dann wieder Hinweise darauf, dass eigentlich das noch nicht vorbei ist, sondern dass es wieder von vorne beginnt.
Was ich damit sagen möchte, ist, dass Herr der Ringe nicht nur High Fantasy ist. Da soll nicht alles nur schön und strahlend und total göttlich aussehen, sondern auch da gibt es Figuren, die mal sowas sind wie bei House of Dragon eben, dass es da eben nicht nur die Guten und die Bösen gibt, sondern dass die halt einfach diese Grautöne eben ausstrahlen, die Figuren. Mhm. Das siehst du ja vor allem bei Gollum. Ja? Ja. Gollum ist ja so ein Charakter, der genau sowas ausstrahlt. Und J.R. Tolkien hat sich ja auch dabei was gedacht. Unter anderem kann ich aber mal einen Film empfehlen, den auch nicht viele kennen. Nämlich der Film heißt einfach nur Tolkien. Da geht es nämlich um den Schriftsteller Tolkien. Das ist aber wirklich, das ist keine Dokumentation oder so. Das ist so ein, ja, ich sag mal, einfach so ein normaler Actionfilm oder Abenteuerfilm, wie auch immer man das nennen möchte. Und du siehst eben, wie er eben auch als junger Mann dann irgendwie sich erstmal verliebt und so. Und wie er halt im Ersten Weltkrieg und so kämpft. Und das meine ich halt damit. Das heißt, der Herr der Ringe ist ja vor allem dazu gedacht, um auch so ein bisschen zu einem Großteil sogar einfach die das Grauen oder naja, das Bösartige eigentlich der Kriege einfach darzustellen. Ja, also Sauron und das Ganze eigentlich als Hinweis auf die Nazi-Zeit. So, darum geht's ja vor allem. Es geht ja um diese in Fantasy-Form diese Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und mir ist es halt einfach, was mich immer wieder so stört bei dieser Herr der Ringe-Serie, ist einfach, dass es so aussieht, als wäre das eine Welt und als wären das Figuren, die so schon fast alienhaft wirken, so total von uns entfernt. Aber in Herr der Ringe, auch in den Filmen, siehst du immer wieder Figuren, die so wie du und ich sind. So. Und ich finde, dass das halt auch mal genau das ausstrahlen sollte. Und das kann gerade Anime extrem gut. Denn wenn du mal guckst, in fast jeder Anime-Serie und fast in jedem Film sind die Hauptfiguren, die Hauptprotagonisten, die Hauptprotagonistinnen oder die von mir aus auch diversen Protagonisten, das sind immer zwiespältige Figuren. Die sind nie die Guten oder die Bösen, sondern es ist meistens eigentlich genau diese Mischung. Und oft ist es so, dass das eine überwiegt und dann übernimmt man das andere irgendwie. Selbst Naruto, wo man denkt, ja, es ist ja der Gute. Ja, aber der hat ja so einen Dämon in sich, wenn du so möchtest. Und das finde ich halt, das ist das, was ich immer wieder an Anime so begeisternd oder so herausragend finde, dass du einfach Figuren schreibst, die eben nicht so einfach greifbar sind. Und deswegen brauchst du teilweise ganze Staffeln dafür, um so eine Figur überhaupt erstmal kennenzulernen. Ja. Von daher, das war nur so der Hinweis, dass wenn du da auch Bock drauf hast, dass wir sagen, vielleicht im nächsten Jahr oder so, dass wir dann nicht mehr Disney Plus nehmen, sondern dass wir dann mal in diese Richtung gehen. Kann man ja auch komplett irgendwie anders machen. Ja. Mehr habe ich dann nicht. Na, ich auch nicht. Hast du noch irgendwas Cooles irgendwie in diese Woche geschaut oder so? Oder irgendwas gehört oder irgendwas? Nee. Ja, okay. War, wie gesagt, am Anfang eine sehr ereignislose Woche, die ich jetzt eigentlich hatte. Ja, bei mir war es vor allem halt jetzt irgendwie Concreation-wise natürlich auch die Vorbereitung jetzt für Dienstag. Wie gesagt, ich kann es dir immer nur raten, aber ich kann halt keinen zwingen. Ich spiele gerne mit Leuten zusammen und du weißt halt, wie sehr ich dich gerade auch als Tank sehr schätze. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, du guckst in die Streams rein. Kannst auch gerne mal irgendwie ins Voice so joinen, auch wenn der Stream läuft oder so. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für den Podcast. Hat Spaß gemacht. Siehst du, wir haben doch wieder fast 2 Stunden geschafft. Ich sage es immer wieder. Ja. Es ist schon beeindruckend dafür, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich gar kein Thema. Wir schaffen es immer wieder. Ja. Aber ich finde halt wirklich, dass der Podcast heute mal gut getan hat. Er war halt weniger so eingeengt, er war halt so ein bisschen lockerer, wenn man so möchte. Das tut halt einfach mal auch gut, nicht nur diese Kategorien zu haben. Und gerade Star Wars Endor, finde ich, haben wir gut besprochen. Und ich finde immer wieder, ich meine, das ist kein Selbstlob oder so, aber ich bin immer wieder überrascht darüber, das kannst du echt mal machen, wie gut teilweise meine Filmreviews auf Letterboxd sind.
Also einige Reviews, die habe ich seit Jahren nicht mehr gelesen. Als ich die mal gelesen habe, habe ich gedacht, Alter, das hast du damals geschrieben, das war ja gar nicht mal so schlecht. Bin ich echt ein bisschen da bin ich schon verwundert darüber, wie gut ich eigentlich schreiben kann, wenn ich halt mal die Zeit habe und auch die Geduld habe. Ich schreibe ja gerne eigentlich Kolumnen. Ja, ich habe es ja echt vor, mal wieder anzufangen, aber im Moment ist ja wirklich, ja, genug zu tun. Aber gerade so Kolumnen kurz auf dem Discord oder so zu schreiben, das macht eigentlich immer wieder Spaß. Also ich liebe das Schreiben eigentlich. Aber ja, man kann halt nicht alles auf einmal machen. Ja, von daher wären wir durch für diese Woche. Ja. Nächste Woche Sonntag bin ich erst abends da, müssen wir gucken. Vielleicht auch erst am Montag oder am Dienstag, müssen wir mal schauen dann. Ja. Wie wir das machen. Schauen wir einfach mal dann. Ja, also ich bin auf jeden Fall nächstes Wochenende wahrscheinlich zwar Freitagabend da, ist mir auch wichtig, dass ich zocken kann. Weil ich will ja schon schnell 80 werden. Also, wenn ich sage, ich will schnell 80 werden, dann ist das wirklich mein Ziel. Ich will wirklich, das kann man schon so sagen, nächste Woche will ich jede Sekunde spielen, die ich zur Verfügung habe. Also jede Sekunde. Richtig ballern, ballern, ballern. Aber eben nicht durchnörden, sondern halt immer noch Recovery im Hinterkopf. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, die Streams werden cool und du wirst auf jeden Fall im Hintergrund jetzt immer schön die neue Playlist hören und da sind einige Banger-Songs dabei. Ja. Also wirklich ganz, ganz tolle Songs sind dabei, wo ich persönlich unglaublich Gänsehaut bekomme, wo ich das Zittern bekomme, wo ich das Weinen bekomme, wo ich aber auch eine unglaubliche Freude und einen Hype in mir spüre. Das ist unfassbar. Und von daher, ja, ich glaube, das Stream wird auch wieder Spaß machen. Ich hoffe auch, dass das klingt, und es soll auch echt nicht böse klingen, aber ich hoffe auch, dass ich mit dem Stream das ein bisschen refinanzieren kann, weil ich habe, glaube ich, gerade 7 Subs oder so. Und man darf es nicht sagen, aber ich hatte ja mal gesagt, dass ich vorhatte, Quatschfabrik, dass ich da dieses, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ich wollte, in dem Sinne diese monatlichen Kosten, die wollte ich halt aufs Maximum bringen, weil ich dann immer noch besser dran bin, als wenn ich überziehe bei Buzzsprout. Das ist nämlich so, weil jede Stunde kostet mich 4 Euro, jede zusätzliche. Und letzte Woche, also letzten Monat besser gesagt, wäre es normal eigentlich, nur bei Quatschfabrik wären es 12 Euro gewesen. Aber ja, ich habe 24 Euro überzogen. Also ich war allein bei Quatschfabrik bei... kommt das hin? Ich glaube, genau, allein da war ich bei 40 Euro und dann noch Seenhorizont. Also sprich, ich habe letztes Mal 52 Euro für die Uploads der beiden Podcasts ausgegeben. Und auch wenn ich das super gerne und so mache, aber das ist ein Betrag, der tut mir schon weh, muss ich echt sagen. Also das ist schon, wenn man das aus Jahr hochrechnet, alter Schwede. Und deswegen wäre es schon gut, dass wenn das Stream ein bisschen besser läuft, wenn ich das ein bisschen mehr refinanzieren könnte. Ich hatte damals immer so das Ziel, so 20 Subs oder so, dann wären das halt so roundabout irgendwie, ja, wir wissen das. Ich glaube, 1 Sub sind, glaube ich, 40% oder so, also ein bisschen weniger als, ich glaube, 2 Euro wären das dann oder so. Aber trotzdem, dann wären das halt bei 20, wären das um die, sagen wir einfach mal hochgerechnet, eben so um die 35 Euro oder so. Und dann sieht das halt schon wieder anders aus, wenn das halt ein Monat ist. Was? Aber ja, ich kann es nicht erzwingen. Ich war halt lange Zeit im Streaming nicht mehr drin. Ich habe es dann wieder ein bisschen probiert, aber es hat halt einfach der Antrieb gefehlt. Ich hoffe, dass halt einfach jetzt, also das ist meine Hoffnung, dass jetzt durch WoW Classic, durch Dragonflight irgendwann und natürlich im nächsten Jahr durch Diablo 4, dass ich das Ganze dann irgendwie auch neben dem ganzen Spaß, den ich natürlich damit verbinde, aber dass ich das Ganze halt auch refinanzieren kann, weil ich sag's wie es ist, ich kann nicht jeden Monat 50 Euro dafür ausgeben. Dann Discord sind auch noch 10 Euro, das heißt, ich gebe alleine nur für diese drei Sachen über 60 Euro, wenn es hochkommt, im Monat aus und das ist einfach zu viel. Also das sind... Ja. Aufs Jahr gerechnet, das über 600 Euro, das geht halt einfach nicht. Deswegen. Ja, das... Ja, aber ich finde es auch schade, weil ich, interessanterweise, das glaubt man gar nicht, aber gerade diese Serienhorizont-Talks, die werden nicht nur auf YouTube ganz gut eigentlich
aufgerufen, sondern irgendwie auch auf iTunes und Spotify. Das wollte ich mal erzählt haben, das habe ich noch nie erzählt. Das finde ich bis heute nämlich krass, wenn ich ehrlich bin. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Wo war das? Ein Seelenhorizont, genau, dann hier. Also sonst sind es so meistens so um die, ich sag mal, um die 10 Aufrufe, also nicht so viel. Das eine sind 16 gewesen, dann 12, 5, 7, 9, 8, 17. Und das eine hier, Cobra Kai, 48 Aufrufe. Was ich echt krass fand. Dann irgendwie Serien, irgendwas, 29, dann wieder 7, 4, 3, 15, 5, 5, 10. Dann hier, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Folge 4, 7. Dann Recap, House of Dragon, Folge 5, 8. Und ja, der von heute irgendwie auch schon zweimal oder so. Und das halt in den paar Tagen irgendwie. Ich finde das krass. Also deswegen, auch da wird das halt aufgerufen. Klar, immer nur im Kleinen und so. Aber das unterschätzt man irgendwie dann halt auch. Ne? Das kommt halt auch dazu. Ja. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, auch auf TikTok sind da ja auch irgendwie die Highlights dann so. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt vor allem, wie dieser Talk jetzt ankommt, weil wir wirklich hier über Star Wars Endor gesprochen haben. Und vielleicht gibt es ja nochmal so was, dass dann der Podcast ja durch die Decke geht, weil irgendwie das wieder gute Impressions für YouTube irgendwie bedeutet. Das ist ja immer total unterschiedlich. Also manchmal denke ich irgendwie, unsere Podcasts gehen total durch die Decke, weil die Themen so passen. Dann ist es auch so. Und einige, die sind von Themen eigentlich super und trotzdem passiert dann nichts. Also es ist ganz... Der Algorithmus wird auch für immer irgendwie ein Rätsel bleiben. Ja. Aber ja, gut, ich habe da nichts. Ich weiß nicht, wenn du jetzt WoW nicht spielst, sehen wir uns wahrscheinlich erst dann, hören wir uns dann erst ja, Sonntag oder Montag wieder, was? Ja, das... Ich kann es dir nur raten, dass du mal reinguckst, aber ich kann halt keinen zwingen. Becky genauso. Ich hätte mega Bock drauf. Und ich sag's immer wieder, am Anfang muss man wirklich viel tun. Aber wenn du einmal, sag ich mal, deinen Rufkram hast, wenn du einmal ein bisschen Gear und so hast, dann ist halt einzig und allein dann wieder, wenn ein neuer Content-Patch kommt, ist groß. Und sonst ist halt, ist alles sehr gechillt eigentlich. Du hast da nicht so wie in Retail, dass du jede Woche irgendwie Dungeons machen musst unbedingt und so. Du machst es halt einmal für Gear und gerade wenn du einen Charakter spielst und dann kannst du eigentlich chillen. Das heißt, du kannst nebenbei anderes Main-Game spielen. Du musst halt nur immer halt jetzt zum Beginn oder eben zum neuen Content-Patch dann halt mal ein bisschen so zwei, drei Wochen Vollgas geben und dann kannst du wieder chillen. Und das finde ich persönlich, wenn man von den 13 Euro jetzt mal absieht, eigentlich eine gute Sache. Aber gut, also von daher liegt an dir. Ich würde mich freuen, aber wir hören es dann ja spätestens wahrscheinlich dann, ich denke mal, allerspätestens nächste Woche Montag. Ja. Und ja, vielleicht guckst du in die Streams rein. Ich glaube, es wird eine gute... Ich glaube, es wird eine gute Sache. Ich glaube, wir werden auch zu mehreren und so sein. Und ja. Man kann jetzt schon sagen, die Raids, also der erste Raid soll frühestens am 14. Oktober beginnen. Eher am 21. Oktober. Ich möchte wirklich, dass jeder im Gegensatz zu TBC und so, dass jeder sich nicht stressen muss, dass jeder mitmachen kann und so. Und bin gespannt, wie es wird. Ich freue mich drauf. Diese Woche wird wirklich nerdig ohne Ende. Also 4 Uhr morgens aufstehen. Das wird ballern, aber irgendwie habe ich auch Bock drauf, einmal wirklich diese 3 Morgenstunden da wirklich mal komplett durchzunörden. Das wird, glaube ich, eine coole Sache. Und dann habe ich ja eh erstmal 2 Wochen ein bisschen entspannter alles. Also, mach's gut, Louis. Danke fürs Dabeisein, wie immer. Danke an die zahlreiche Hörerschaft. Es hat mir heute wieder super viel Spaß gemacht und interessant, dass Endor wirklich genau das geworden ist, was ich erwartet habe. Und ich bleib dabei, ich gucke mir keinen Trailer mehr an. Irgendwie hilft mir das einfach umso mehr. Macht es gut, bis zur nächsten Woche. Ich bin raus, bitte verabschiede dich, Louis, und dann mache ich auch Schluss. Ja, mir hat es auch, wie immer, wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auch wenn es jetzt eventuell ein bisschen länger wieder dauert, bis wir uns jetzt dann wieder hören. Freue mich auch schon wieder auf die nächste Aufnahme vom Podcast. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mal im Stream vorbeischauen. Und das freut mich. Dann will ich auch mich verabschieden und dann ist auch auf jeden Fall das obligatorische Servus. Wollte schon sagen, ey, das hätte doch nicht funktioniert sonst.
Ja, also auch von meiner Seite aus vielen Dank. Ja, man kann natürlich sagen, wieder, man könnte jetzt sagen, Tobi, warum musstest du das wieder irgendwie mit dem emotionalen Kram uns ansprechen? Einfach, weil es das halt so ist. Weil wenn ich sowas auf Instagram schreibe, dann passt es nicht, wenn ich dann einen Podcast aufnehme, wo ich wieder total einfach drüber bin und so. Das passt halt nicht. Und das würden die Leute, glaube ich, auch als zu unehrlich erachten. Und ich bin halt, ich stehe dazu, wenn es zu, sag ich mal, zu mich beziehend oder auf mich zu beziehend ist, dann ist das eigentlich eher Quatschwork in between. Aber ich fand das heute gerade noch mal im Hinblick auf Content Creation mäßig hier, also was so noch ansteht, dieses Jahr, nächstes Jahr, aber eben auch mit der Playlist und so, ich fand das eigentlich mal angemessen. Und von daher, ich glaube, dich hat es auch nicht gestört. Ich glaube, du fandest es eher auch interessant, glaube ich, das so alles mal zu hören, was auch mit der Musik und so. Und ja, ich kann nur sagen, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Ausgabe 14. Ja, ich habe schon mal kurz angefragt beim möglichen Gast. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Da müssen wir uns echt mal ein bisschen was überlegen. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber ja, wir haben ja eh noch ein paar Wochen Zeit. Mal gucken, ob da was kommt. Wir werden es mal sehen. Auf jeden Fall bis Ausgabe 14. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, das war's auch schon wieder für diese Woche. Macht es gut. Achso, für diese Woche in der Quatschfabrik. Macht es gut. Und bis dahin. Tschüssi, Koski.